Ja, vielen Dank. Gerne. Der Herr Professor Franz Hörmann ist heute da und hat mir etwas von seiner Zeit geschenkt, damit wir hier ein bisschen reden können. Und Sie sind Wirtschaftswissenschaftler und außerordentlicher Professor an der Wirtschaftsuniversität Ja. in Wien. Sie haben ja auch vor, zumindest da, wo ich Sie das erste Mal gesehen habe, vor gut 10 Jahren, vielleicht noch ein bisschen länger, waren Sie dann ja auch öfters mal im Fernsehen und haben über ein bestimmtes Thema gesprochen, und zwar die Geldpolitik, die Geldschöpfung und das Finanzsystem an sich. Und das war auch dann mein Einstieg in das ganze Thema. Und so gesehen war ich auch Ihr Schüler, Ihr Student, auch ohne dass Sie es gewusst haben. Und dafür nochmal vielen Dank. Ja, weil wir gerade das Geldsystem angesprochen haben, und Sie haben ja da eine etwas Eigenes auch schon produziert oder eine eigene Idee geboren, die ich sehr spannend finde, aber dazu können ja Sie ja da viel besser etwas dazu sagen. Ja, ich muss vielleicht eines vorausschicken. Die menschliche Kultur ist seit vielen, vielen, vielleicht oder wahrscheinlich Jahrtausenden an das Geld gewöhnt. Also an eine Form legalen Zwangstausches. Wir überreichen uns als Gegenleistung für eine empfangene Leistung bestimmte Gegenstände, standardisierte Token, sagt heute der Informatiker. Symbole, die einen Wert repräsentieren, die aber selbst in aller Regel kein wirklicher Wert sind. Von Goldmünzen oder auch von Schmucksteinen als Geld sind wir ja schon längere Zeit abgekommen. Das heißt, wir verwenden entweder Papierschnipsel oder nur noch rein elektronische Symbole. Der Trend zu letzterem ist in der letzten Zeit sehr, sehr stark verstärkt worden. Und wir müssen uns jetzt einmal vorstellen, was wäre aus unserer menschlichen Kultur geworden, wenn wir diesen Zwangstausch nicht eingesetzt hätten? Wohin hätte sich der menschliche Geist, die menschliche Kultur entwickeln können? Ich habe den schweren Verdacht, dass wir eine vollkommen andere Zivilisation geworden wären, dass wir vor allem in der Kommunikation untereinander wesentlich offener, freier und ehrlicher wären. Und dass auch die Wissenschaft dann ihren Namen verdienen würde und sich nicht in Auftragsforschung und Gefälligkeitsgutachten erschöpfen würde. Ja, dieses Kapitel Wissenschaft ist ja dann auch wieder eine Frage, wie, was ist Wissenschaft wirklich? Denn wenn man das Thema heute betrachtet, sieht man ja, was jetzt das Thema Gesundheit betrifft, und dass ja auch schon eine riesengroße Wissenschaft oder daraus eine riesengroße Wissenschaft gemacht worden ist, dass hier vor allem dieses Interesse sehr stark im Fokus ist. Und da ist die Frage oder wirft sich bei mir eine Frage auf, inwiefern ist es dann wirklich Wissenschaft und inwiefern wird, ich sage mal, wahrhaftige Information und richtige Information weitergegeben? Ja, also ich bin, wie gesagt, davon überzeugt, dass wir in absehbarer Zeit in einer Gesellschaft komplett ohne Geld leben werden. Wir werden das einfach nicht benötigen, denn offene und freie Information wird den Platz einnehmen, den heute diese standardisierten Tauschobjekte eingenommen haben. Der Wert des Geldes, dieser sogenannte Wert, besteht ja letztendlich immer in einer künstlichen Verknappung. Das dürfen wir nicht übersehen. Und indem wir eigentlich alles in Geld bewertet haben, das heißt auch zur verkäuflichen Ware umgewandelt haben, haben wir, weil wir ja das Geld immer knapp halten müssen, damit es seinen Wert behält, automatisch auch alle anderen Waren und Dienstleistungen verknappt, auf indirekte Art und Weise, ohne dass es uns aufgefallen ist. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, denn viele, viele Konflikte, die sogenannten Ressourcenkriege beispielsweise, die existieren ausschließlich aus diesem Grund. Handel, wie man ihn früher betrieben hat und wie man ihn als positive Alternative zu bewaffneten Konflikten, also der friedliche Handel versus kriegerische Eroberung proklamiert hat, diese Art von Handel, der immer eine zwingende Gegenleistung verlangt,
der führt natürlich langfristig zwingend zu Konflikten und zu Kriegen. Deswegen gibt es ja auch den Begriff Handelskrieg. Ja, das hat die Geschichte immer wieder gezeigt. Eine alternative Lebensform wäre die freie und ehrliche Kooperation. Und die freie und ehrliche Kooperation setzt eben offenen Informationsaustausch voraus und dabei Ehrlichkeit. Das heißt, das Wissen, das man wirklich besitzt, wird auch tatsächlich in vollem Umfang weitergegeben und zur Verfügung gestellt. Das können viele Berufsstände heute gar nicht leisten, denn damit würden sie sich ihr eigenes Geschäftsmodell ruinieren. Ja, also wenn Menschen mit besonderen Fähigkeiten diese Fähigkeiten im großen Umfang weitergeben würden an jeden, der die Fähigkeit ebenfalls besitzen möchte und ausüben möchte, dann wären sie möglicherweise sehr schnell arbeitslos, ja, und würden damit also eigentlich ihr eigenes Einkommen gefährden. Das heißt, ein solches informationsverknappendes Verhalten kann nur in einer verknappenden Zwangstausch-Geldwirtschaft existieren. Ja, so gesehen ist es ja etwas Positives, wenn man nicht mehr arbeiten gehen muss und wirklich etwas das machen kann, was man möchte. Und wenn viele Unnötige, sage ich einmal, weil die meisten Arbeitsplätze sind ja nur Einkommensplätze, dass ich wirklich ein Dach über den Kopf habe und etwas zum Essen habe. Und weil sie vorher auch die Ware oder den Warentausch angesprochen haben, der Mensch an sich wird ja auch schon als Ware gesehen. Wenn ich jetzt in Unternehmen schaue und man sagt das Humankapital oder Human Resources, dann steckt da oder ist da der Mensch ja auch schon zur Ware geworden und eine Ware, die so viel wie möglich verbrauchen sollte, damit dieses ganze Spiel am Markt sich weiter drehen kann und sich dadurch dann wieder die Preise ergeben und der Geldfluss weiter da ist. Absolut. Das heißt, eine ganz wichtige Funktion, die unser Geldsystem heute besitzt, ist eben genau diese Preismanipulation durch verschiedene Tricks auf den Märkten. Und das wird auch sehr nachhaltig betrieben, insbesondere von den Institutionen, die die Geldschöpfung in der Hand haben. Und das sind die Geschäftsbanken, die Kredite vergeben. Die Geschäftsbanken können durch ihre Kreditvergabe, nehmen wir als Beispiel den Immobilienmarkt, wo immer es ihnen interessant erscheint, durch die Ausweitung des Kreditangebots die Preise bewegen, diesfalls nach oben, die Preise steigen lassen. Dann zum gegebenen Zeitpunkt müssen sie gleichzeitig diese Kredite fällig stellen und dafür sorgen, dass ihre Kreditnehmer sie nicht zurückzahlen können. Dann bekommen sie die Sicherheiten, nämlich diese dann wertvollen Grundstücke, zu einem besonders günstigen Preis, nämlich zum Zerschlagungspreis. Ja, also in der Insolvenz zum Eigentum und verwerten sie über ihre Immobilien Vermögensverwertungsgesellschaften zum privaten Vorteil und Gewinn der Bankdirektoren oder der Aktionäre. Und dieses Spiel wird und wurde immer in der Geschichte schon der kapitalistischen Kreditbanken gespielt. Es haben ja auch die amerikanischen Gründerväter explizit davor gewarnt, weil sie gesagt haben, wenn wir die Geldschöpfung einem privaten Unternehmen anvertrauen, dann werden diese Banken durch abwechselnde Inflation und Deflation unsere Kinder und Kindeskinder enteignen und sie werden irgendwann kein Dach mehr über dem Kopf haben. Und 2008 in der Subprime-Krise, wo also zunächst den nicht kreditwürdigen explizit Kredite gegeben wurden und die wurden sogar von den Bankmitarbeitern dazu eingeladen, falsche, überhöhte Vermögensauskünfte zu erteilen. Ne? Da hat man sie also bewusst in diese Falle gelockt, um sie dann hinterher wieder zu enteignen. Und da ist genau das eingetreten, was die Gründerväter schon vor 300 Jahren vorhergesagt haben. Und das, wir sprechen von einer Wissensgesellschaft, ja, also von einer fortschrittlichen technischen Kultur. Wir sind nichts davon. Wir sind wirklich gar nichts davon. Wir sind extrem ungebildet in der Masse und manipuliert durch oberflächliche Medien beziehungsweise Institutionen, die es in Wahrheit auf die Verdummung der Bevölkerung abgezielt haben und nicht auf den Wissenserwerb und auf die Steigerung des intellektuellen Niveaus.
Da gebe ich Ihnen zu 100% recht. Also diese Ansicht habe ich genauso. Und mir ist dann gleich einmal ein Spruch eingefallen. Das ist ja dann so gesehen das perfekte Verbrechen und ein legaler Raub. Also so ist ja dann Raub gesetzlich gedeckt. Ja, wir sehen Folgendes. Auch die Deutsche Bundesbank hat auf Nachfrage eigentlich offiziell eingestanden, dass diese Form der Kreditgeldschöpfung der Banken in den deutschen Gesetzen nicht geregelt ist. Es wurde so formuliert, der Gesetzgeber setzt vielmehr die Kreditgeldschöpfung der Banken voraus. Das ist eine interessante Formulierung, nicht? Also eine Gesetzeslücke, die von bestimmten Gruppen, kleinen Gruppen der Gesellschaft extrem missbraucht wird und werden kann, ja, die erkläre ich dann zur Voraussetzung von Gesetzen. Also wie kann etwas, das eindeutig Unrecht ist, zur Voraussetzung von Gesetzen erklärt werden? Damit haben Sie in Wirklichkeit Ihr gesamtes Rechtssystem ad absurdum geführt. Es ist nur wieder einmal scheinbar niemandem aufgefallen. Ja, mein, über das Rechtssystem könnte man sich selber, glaube ich, 3 Monate lang durchgehend unterhalten, wie das Ganze auch entstanden ist, wenn man sich das römische Recht dann auch noch anschaut, das kanonische Recht und was Ganz hier genau. bei uns Richtig. aufgebaut worden ist. Das ist Ja. schon sehr, sehr interessant und man merkt, dass das auch wirklich alles zusammenhängt und man nicht nur ein Teil von dem Ganzen betrachtet, isoliert betrachten kann, sondern dass die Ja. Lösung vielfältiger ist und dass man wirklich überall ansetzt. Und so Ja. wie Sie davor auch gesagt haben, dass man, wenn man es etwas böser ausdrücken möchte, dass man sagt, willentlich die Masse dumm halten und sagen wir mal so, verblöden und die falsche Bildung weitergeben, so gesehen fürs System die richtige Bildung, denn diese Bildung stützt dann wieder das System oder die ganzen Systeme, damit das alles so aufrechterhalten bleiben kann und dass hier kein Zusammenhalt ist, sondern ein Gegeneinander und das Miteinander ungewünscht ist, wenn ich mir so die einzelnen Systeme anschaue, in denen wir leben und die auf uns einwirken, dann steckt im Kern überall Krieg. Das ist meine Auffassung so von dem Ja. Ganzen. Ja, also ich habe mich jetzt von der Vorstellung der bösen Absicht mittlerweile schon ein wenig gelöst. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass im 18., 19. Jahrhundert bestimmte Eliten die Bevölkerung ganz gezielt bewusst verdummen wollten. Und das Instrument der Propaganda, wenn wir uns also dieses Büchlein von Edward Bernays anschauen, dann sehen wir ja, dass das insbesondere ja auch von den Kriegsparteien dann später zur, wie soll ich sagen, zur Einleitung der Weltkriege ja, ganz gezielt gebraucht oder missbraucht wurde. Also da stand ganz bestimmt eine böse Absicht dahinter, ja, bei diesen Werkzeugen, bei diesem Gebrauch dieser Werkzeuge. Heute habe ich einen ganz anderen Verdacht, der vielleicht sogar noch schlimmer ist als eine böse Absicht. Ich habe das also einmal beobachtet, denn ich habe selbst also nie, obwohl eben im Rechnungswesen das mein Fachgebiet ist, ich habe nie Bankbilanzierung vorgetragen. Sehr wohl Bilanzierung, Buchhaltung und Bilanzierung, aber nicht Bankbilanzierung. Ich habe mich allerdings einmal bei einem Kollegen in seine Lehrveranstaltung kurz in den Hörsaal gesetzt, weil ich wissen wollte, wie er das anlegt. Und er hat mich auch nicht enttäuscht. Die Einleitungsworte waren genau so, wie man sie mir mitgeteilt hat, ja, dass diese Veranstaltungen beginnen. Und zwar mit den Worten, meine sehr geehrten Damen und Herren, Buchhaltung und Bilanzierung kennen Sie ja schon. Bei Banken ist es genauso wie bei anderen Unternehmen. Mit einer Ausnahme, in der Bankbilanz steht alles auf der anderen Seite. So. Und das ist natürlich nicht so. Ja, diese Formulierung ist reiner Schwachsinn. Ja, in der Bankbilanz stehen genauso die Forderungen im Vermögen, die Verbindlichkeiten bei den Passiva. Da ist nichts verdreht. Ja, gar nicht. Das Einzige, was man eben in der Bankbilanz, wenn man sie richtig versteht, ja, richtig interpretiert sieht, ist, dass dieses Kreditgeld
durch eine Bilanzverlängerung erzeugt wird, und zwar als Verbindlichkeit der Bank, nämlich sie ist dem Kreditnehmer nach wie vor das Bargeld schuldig. Das ist der entscheidende Punkt. Also Schuld und Schuld beglichen. Und das ist die Verlängerung, Kreditforderung auf der Aktivseite gegen Sichteinlage auf der Passivseite. Und die Sichteinlage ist eine Verbindlichkeit. Sichteinlagen können entstehen, wenn ein Sparer Bargeld auf die Bank bringt. Dann ist das vollkommen klar. Dann versteht auch jeder einfache Mensch den Vorgang. Denn dann erhöht sich der Kassenbestand der Bank eben um das Bargeld. Und gleichzeitig geht die Bank eine Verbindlichkeit ein. Sie muss eben dieses Geld dem Sparer auf Sicht, also jederzeit, nicht zeitlich gebunden, wenn er bei der Tür reinkommt, auch wieder aushändigen. Das ist der normale Vorgang, ja, wenn man ein Darlehen aufnimmt. In dem Fall gibt der Sparer der Bank ein Darlehen. Ja. Daher hat die Bank das Vermögensgegenstand auf der Aktivseite und die Verbindlichkeit auf der Passivseite. Wenn aber die Bank einen Kredit vergibt, dann bucht sie eine Forderung auf die Aktivseite, ohne Vermögen herzugeben. Ja, denn für denjenigen, der ein Darlehen ausreicht, ist das immer ein Aktivtausch und das verändert nie die Bilanzlänge. Ja, es müsste also wirklich Geld aus der Kasse genommen werden und dem Kunden gegeben werden. Und stattdessen wird dann eben die Forderung eingebucht und die Passivseite bleibt komplett unberührt von diesem Vorgang. Mhm. Im Moment, wo die Banken aber buchen Forderung an den Kreditnehmer an Sichteinlage, also dieselbe Verbindlichkeit, die sie den Sparern gegenüber haben, sehen wir, dass hier etwas nicht stimmen kann. Und vollends absurd, das ist dann nur noch groteske Komik für mich, ist, wenn dann Bankvorstände versuchen, ja, das Publikum und ihre Kunden zu beruhigen, indem sie sagen, bei uns sind alle Kredite durch Spareinlagen gedeckt. Wenn man weiß, ja, dass sowohl die Spareinlagen als auch die Kredite in derselben Verbindlichkeit, nämlich Fremdkapitalverbindlichkeit der Bank ausgewiesen werden, dann sollen wir doch bitte diese Herrschaften einmal erklären, wie sie eine Verbindlichkeit mit einer anderen Verbindlichkeit decken wollen. Ja, das sind beides Schulden. Welche Schuld deckt eine andere? Das geht ja überhaupt nicht. Ja. Also Sie sehen, wie ungebildet und dumm diese ganze Argumentation ist. Ja? Aber bitte überlegen Sie sich, denken Sie einfach nach. Sogar Nationalbankdirektoren haben in öffentlichen Diskussionen diesen Spruch verwendet. Ja. Und da muss man dann wirklich sagen, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder das ist bewusste vorsätzliche Täuschung oder es ist eine himmelschreiende Inkompetenz. Und in einem Wirtschaftssystem, wo also die absoluten Top-Größen dieser Branchen, ja, sich in der Öffentlichkeit suggerieren, dass man sagen muss, entweder inkompetent oder sie täuschen mit Vorsatz. Ja, was ist das dann für ein Wirtschaftssystem? Ja. Was ist das für ein politisches? Was ist das für ein Rechtssystem? Auf jeden Fall. Könnte auch eine Mischung aus beiden sein. Beziehungsweise hat es für mich dann so den Anschein, dass es schon etwas meist Religiöses hat. Und wenn das hier gepredigt wird und Dogmen weitergegeben werden, die ja nicht hinterfragt werden dürfen, das heißt, einer sagt das, der da vorne sagt das gerade, der steht vor mir und sagt das, das ist so. Und auch wenn das, so wie das Rechtssystem, 100, 200, 500 Jahre herliegt, dass wir heute noch immer genau so handeln und uns auf das berufen, obwohl sich die Zeit und die Welt und die Menschen ja so schnell entwickelt haben. Ja, sehen Sie. Und das war auch genau der Grund, warum ich dann begonnen habe, die systemische Wissenschaft zu begründen. Das heißt, einen ganzheitlichen Ansatz zu sämtlichen Wissenschaftsdisziplinen, die diesen Namen auch wirklich verdienen. Denn die sogenannten normativen Wissenschaften, und das sind nun einmal Recht, Ökonomie, Pädagogik, Politologie, aber auch Ethik. Das sind also alles Fächer des Sollens, wo dem Menschen gesagt wird, wie etwas sein soll. Und eine Wissenschaft des Sollens kann ich mir nun als Wissenschaftler leider Gottes nicht vorstellen, denn wer sagt denn, wie etwas sein soll? Wer sagt, wie etwas sein soll und das durchsetzen kann, der hat Macht. Der ist aber kein Wissenschaftler. Ja. Das heißt, diese normativen Wissenschaften sind Machtinstrumente
und lassen jegliche wissenschaftliche Methode vermissen. Und das kann man sogar in der deutschsprachigen Wikipedia nachlesen unter normativer Wissenschaft. Dort finden wir im letzten Satz, somit ist die Möglichkeit normativer Wissenschaft nach wie vor umstritten. Ja, sogar auch nur die Möglichkeit, dass die genannten Fachbereiche Wissenschaft wären, ist umstritten. Und zwar, ja, wie soll ich sagen, wissenschaftstheoretisch, also philosophisch. Wissenschaftstheorie ist ein Teilbereich der Philosophie. Und dort wird entschieden, welche Disziplinen eigentlich den Namen Wissenschaft wirklich verdienen. Und Herrschaftsinstrumente, also Instrumente, die anderen Menschen, und zwar mit Macht durchsetzbar, teilweise dann eben auch mit Gewalt, ja, Dinge vorschreiben und die dann eben mit Gewalt durchsetzen können, das kann keine Wissenschaft sein. Das ist keine Wissenschaft. Ja. In der englischen Wikipedia, wenn wir uns den Eintrag Normative Science dort ansehen, dort ist es noch viel, viel ehrlicher. Dort wird in einem Satz sofort erklärt, dass es sich dabei um geistige Konstruktionen handelt, die eine versteckt eingebaute politische Präferenz besitzen. Und dass man das vor allem für die Politikberatung braucht. Ja. Ende. Ende. Okay. Ja. Recht, Ökonomie, Pädagogik, ja, Ethik, das ist alles Politikberatung. Und da geht es wirklich nur um Macht und sonst um gar nichts. Also streichen wir die das Politik. Heißt, wir wurden in den letzten Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden, in der irrigen Meinung gehalten, dass die Mächte da oben, die über die restlichen Menschen bestimmen, verfügen, besser aufgeklärt sind, ja, dass sie alle Experten sind, ja, dass sie wirklich genau wüssten, wovon sie reden, ja, und nicht einfach nur mit Gewalt, ja, und in Form quasi einer Diktatur ihre Meinung durchsetzen können. Das war diese schöne Idee. Letztlich beruht jedes Herrschaftssystem immer nur auf einer akzeptierten Legende. Wenn wir uns die frühen Königreiche ansehen, da war die Legende, dass die Vorfahren des Herrschers noch Halbgötter waren. Also in der griechischen Mythologie. Ja, aber auch heute noch in vielen Adelshäusern herrscht die Überzeugung, dass Vorfahren tatsächlich Götter oder Halbgötter waren. Egal, ob das jetzt Pharaonen sind oder sumerische Könige, nicht? Oder vielleicht eine Blutlinie, die von Jesus Christus abstammt, etc. Ja, das war eben die Legende. Und wenn die Bevölkerung das glaubt, ja, dann wird dieser Herrschaftsanspruch legitim und dann kann man ihn auch ohne Gewalt durchsetzen, weil die Menschen dann daran glauben. Man errichtet dann ein entsprechendes Glaubenssystem. Und das hat man dann bei der Französischen Revolution stark verändert. Dort hat man dann geglaubt, man benötige diese alten religiös angehauchten mythologischen Herrschaftslegitimationen nicht mehr. Man könne das Ganze jetzt in ein modernes, zeitgemäßes, wissenschaftliches Kleid kleiden. Und hat dazu eben die Universitäten und ihre Wissenschaften auserkoren, wo eben in ganz besonderen Instituten die Kinder, die Nachfahren der wesentlichen elitären Familien eine ganz besondere Ausbildung erhalten haben, die im Wesentlichen aber nur darin besteht, an die eigene Überlegenheit und die Überlegenheit ihres Standes zu glauben. Dieses Glaubenssystem wurde in ihnen gefestigt. Ja. Es gibt da ein wunderbares kleines Büchlein über ein Selbstexperiment von einer deutschen Journalistin, die sich in verschiedene Elite-Universitäten hineingeschmuggelt hat und da genau beschrieben hat, dass dort die Ansprüche und das Prüfungsniveau, ja, etc. alles viel, viel niedriger war als in öffentlichen Universitäten und dort eigentlich wirklich nur die eigene Exklusivität gefeiert wird und massive gesellschaftliche Vorurteile. Dieses Büchlein heißt Gestatten Elite und ich kann es wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Ja, also wenn man das gelesen hat, das ist so herzerfrischend und augenöffnend. Gestatten Elite, kleines Taschenbüchlein.
Es schafft vor allem auch eines, dass wir den Umgang mit diesen Menschen, mit diesen Mitgliedern der Elite ganz anders sehen, dass es eben nicht böse Menschen sind, ja, die jetzt irgendwie den Rest der Bevölkerung versklaven wollen, sondern die werden durch bestimmte Institutionen in ihrer Standesblase gehalten. Blase ist ja heute schon ein beinahe anerkannter Begriff für mein geschlossenes Weltbild. Wir kennen das ja heute von den Corona-Leugnern, Impfverweigerern und ich weiß nicht, Klimagläubigen oder Ungläubigen. Da lebt jeder in so seiner Blase. Und ich finde das als Konzept durchaus tauglich. Das sagt sehr viel. Denn selbstverständlich hat jeder Mensch seine eigene Biografie und selbstverständlich ergeben sich daraus diverse Glaubenssätze, die bei verschiedenen Menschen unterschiedlich aussehen und die auch bei einem und demselben Menschen in verschiedenen Lebensabschnitten sich durchaus verändern können. Also ich kann von mir selbst sagen, in meiner Gymnasialzeit war ich ein absoluter Logiker, Rationalist, Naturwissenschaftler. Die Frage nach dem Leben, nach dem Tod oder einer Seele oder auch nach geistigen Wesen, mit denen man kommuniziert, die hat sich mir in keiner Form gestellt. Ja, das war also für mich alles unbewiesen, großteils Zeitverschwendung, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich habe versucht, auf diese Art und Weise mir mein Weltbild zusammenzubauen. Was also in der Schule an mich herangetragen wurde, war mir also wirklich viel zu läppisch. Deshalb habe ich mir dann diverse Bücher auf Universitätsniveau in den Buchhandlungen immer zusammengesucht und in meiner Freizeit gelesen. Aber ich bin dann da auch sehr schnell an einen Punkt gekommen, wo ich eben gesehen habe, dass diese materialistische Grundphilosophie nicht alle Fragen beantworten kann. Und wenn man das erkannt hat, dann wird es wirklich spannend, nicht? Denn dann beginnt man, das, was man sonst etwas abschätzig als Esoterik bezeichnet hat, mit etwas anderen Augen zu sehen. Ja? Nämlich mit den Augen der Möglichkeit. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir haben auch in den Naturwissenschaften in vielen, vielen Fällen unsere Experimente und unsere Versuche nicht sauber genug definiert. Ja, also die Umgebungen, die Voraussetzungen, alleine auch schon der Beobachter macht einen riesengroßen Unterschied. Ja, Einstein hat das einmal erwähnt und er hat uns ja viele wirklich großartige Zitate hinterlassen. Aber eines seiner besten ist das, wo er gemeint hat, die Theorie sagt, was wir in einem Versuch überhaupt beobachten können. Denn die naive wissenschaftliche Sicht ist es ja, Theorien und Hypothesen mit Versuchen beweisen oder widerlegen zu können. Wobei der Beweis seit Popper sehr eingeschränkt gesehen wird. Popper hat ja der Widerlegung eindeutig den Vorrang eingeräumt. Und es hat auch massive philosophische einen Streit gegeben zwischen Einstein und Popper. Denn was ja die wenigsten wissen, die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit und ihre Funktion als höchste Geschwindigkeit des Universums ist ja von Einstein schlichtweg einfach nur behauptet worden. Er hat das weder bewiesen, ja, noch haben andere sich da jetzt wirklich gezielt auf den Weg gemacht, das zu widerlegen im Sinne Poppers, sondern er hat es einfach behauptet und die Wissenschaftsgemeinde hat es ihm nach einer gewissen Zeit einfach geglaubt. Und das ist doch erstaunlich. Er nannte das die axiomatische Methode. Also ein Axiom ist einfach eine Behauptung, die ich nicht beweisen kann, die ich aber im Kontext auch nicht beweisen muss. Die lasse ich einfach so stehen. Und auf diesem Axiom baue ich dann meine Hypothesen und Theorien auf. Das Erstaunliche ist, dass wir es in der Wissenschaft leider Gottes benötigen. Praktisch für jeden Wissenschaftsbereich benötigen wir ein Grundaxiom. In den Naturwissenschaften ist das beispielsweise der Urknall. Nicht? Also die Frage, wo hat alles begonnen, wo kommt alles her, die können wir mit physikalischen Methoden nicht beantworten, weil es nämlich erst nach diesem Moment überhaupt Grundlagen der Physik gegeben hat. Vorher war da noch nichts oder wenn etwas so anderes, dass wir es momentan nicht klassifizieren können. Und da muss man eben sagen, natürlich benötigen wir irgendeinen Ausgangspunkt. Für mich allerdings ist das Entstehen von allem aus nichts in einem einfachen Moment.
unter der erweiterten Prämisse, dass alles, was da jetzt entstanden ist, eigentlich tote Materie ist. Dass hier also noch kein Bewusstsein vorkommt. Ja? Und dass wir dann, wenn wir also die ganze Entwicklungsstufe von den Atomen über die Moleküle, über die Kohlenstoffchemie und die Vernetzung der Nervenzellen bis hinauf, ja, zum menschlichen Gehirn gehen, dann haben wir in unserem Wissenschaftsmodell heute noch einen zweiten Urknall, nämlich das Entstehen von Bewusstsein. Auch das Entstehen von Bewusstsein wird von der Wissenschaft nicht erklärt, kann nicht erklärt werden. Denn der Wissenschaftler, der ein Bewusstsein hat, wäre ja davor auch noch bewusstlos. Also wir haben hier auf der Bewusstseinsebene eine ganz ähnliche Situation wie bei der toten Materie mit dem Urknall. Deswegen nenne ich das ja auch den zweiten Urknall, nämlich den des Lebens, ja, des bewussten Lebens. Und daher ist für mich das Entstehen von allem als tote Materie und dann der evolutionäre Weg, bis dann daraus Bewusstsein entsteht, aber wieder ohne Erklärung, nicht zufriedenstellend. Ja. Die alternative Sichtweise, die ich in der systemischen Wissenschaft vorschlage, ist nun die, als Grundaxiom unbewiesen zu behaupten, Bewusstsein ist fundamental. Bewusstsein war schon immer da. Der interessante Punkt dabei ist, Bewusstsein benötigt weder Raum noch Zeit. Raum und Zeit sind nur Anschauungsformen des Bewusstseins. Und wenn jetzt Bewusstsein außerhalb von Raum und Zeit ist, dann muss es auch nicht auf der Zeitachse an einem Punkt der Zeit entstanden sein. Dann steht es nämlich außerhalb. Bewusstsein steht außerhalb von dem, was wir mit physikalischen Methoden messen und beobachten können. Und deshalb entzieht es sich auch, ja, einem streng physikalischen, naturwissenschaftlichen Nachweis. Bewusstsein spielt ein anderes Spiel, ja, befindet sich auf einer völlig anderen Ebene. Ja. Und wenn wir uns auf dieses Konzept einlassen, dass Bewusstsein fundamental ist, deshalb außerhalb von Zeit und Raum, ja, und unabhängig von Materie und Energie, dann passiert etwas sehr Interessantes. Dann können wir meiner Meinung nach fast alle beobachteten Phänomene, die wir heute in verschiedene Wissenschaftsdisziplinen einteilen, als Kommunikationsprozess erklären. Denn es kommunizieren immer Bewusstseinseinheiten miteinander. Kleiner Vorschlag in dem Bereich. Die Medizin erklärt uns ja sehr genau, was Krankheiten sind und wie man sie anhand von Symptomen erkennen kann. Neuerdings sogar auch symptomlos. Ja, aber in der klassischen Medizin waren immer die Symptome ausschlaggebend. Ja. Richtig. Bei der Gesundheit war sich die Medizin nicht so einig. Da gibt es wunderbare Definitionen, was Gesundheit sein soll. Eine sehr zynische eines modernen Arztes lautet, ein gesunder Patient ist nur nicht hinreichend genau untersucht. Sehr treffend, ja. Sehr treffend. Das ist treffend, ja. Ja. Denn je mehr ich untersuche, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei irgendeinem Wert außerhalb der normalisierten Bandbreite liegt und damit wird er zumindest zum Risikopatienten, ja, ja, und zum Vorsorgekunden und ich kann schon wieder an ihm Geld verdienen. Ja. Nietzsche, der ein schwer leidender Mensch war, der also fürchterliche Schmerzen hatte sein ganzes Leben lang, der hat Gesundheit anders definiert. Seine Definition lautete, Gesundheit ist für mich dasjenige Maß an Krankheit, unter dem ich noch die wichtigsten Lebenstätigkeiten für mich selbst ausführen kann. Mhm. So hat er Gesundheit. Das ist die Definition eines leidenden Menschen. Ja, nicht? Und deswegen sage ich ja, der Beobachterstandpunkt ist essentiell, den dürfen wir in keiner Disziplin und nirgendwo weglassen. Gehen wir jetzt in die systemische Wissenschaft? Wie schaut dort der Gesundheitsbegriff aus? Der ist ganz einfach, aber spannend. Der lautet, Gesundheit ist die Kommunikation von mir mit mir selbst. Mit meinen Zellen, mit meinen Organen, mit meinem Gewissen, mit meiner Vergangenheit und großteils auch mit meiner Zukunft. Ja. Ja. Wie ich zu mir selbst stehe, ja, in meiner tiefsten Seele, das bestimmt meine Gesundheit. Ja.
Und da ist alles enthalten. Da ist die Sprache der Organe enthalten. Ja, da sind die vielen kleinen Zellen, die alle glücklich sein wollen, enthalten. Ja, da ist aber auch Meditation, ja, und Selbsthypnose ein integraler Bestandteil. Also da kann man wirklich sagen, wenn man diese neuen Methoden, und ich nenne das dann Bewusstseinstechnologien, ich weiß nicht mehr, welcher Vortragende auf einer Konferenz einmal diese wunderschöne Definition genannt hat. Für ihn ist Technologie, der Begriff Technologie, eine bestimmte Methode, die, wenn man sie korrekt ausführt, zuverlässig immer zum selben Ergebnis führt. Und er nannte ein kleines Beispiel und gesagt, also wenn Steinzeitmenschen durch das Reiben von Stöckchen aneinander Feuer erzeugen wollen, dann braucht man da doch ein bisschen Übung und Geschick dafür. Und in der heutigen Zeit würden das wahrscheinlich kaum die Menschen beim ersten Versuch schon zusammenbringen. Die würden auch lange üben brauchen. Nicht? Da geht das also eher in Richtung Kunst, ja, und Fähigkeiten, geübter Fähigkeiten. Aber jeder, egal wie geübt oder ungeübt, der an der Wand einen Lichtschalter betätigt, wird, vorausgesetzt, dass es eine Glühbirne gibt und einen Stromkreislauf, wird dann mit Erfolg das Licht einschalten können. Deswegen ist das für ihn dann eben die Technologie. Mhm. Ja. Und das kann man natürlich jetzt nicht nur auf der materiellen Ebene, das kann man auch auf der Bewusstseinsebene einsetzen. Ja, das heißt, wenn ich mich selbst hypnotisieren will, wenn ich meditiere oder wenn ich im Extremfall mit Remote Viewing oder mit Astralreisen arbeite, dann ist auch das eine Frage der Übung. Und ab einem bestimmten Punkt der Zuverlässigkeit kann das zu einer Technologie werden. Und diese Bewusstseinstechnologien, die auch die Kommunikation umfassen, die sind, möchte ich einmal sagen, die wesentlichsten Technologien des dritten Jahrtausends. Da kann ich auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, auch wie ich zu meditieren begonnen habe, dass hier in mir selbst viel passiert, weil der Kopf einmal ruhig ist. Und dadurch Ängste verschwinden, dadurch die Grundeinstellung zum Leben ganz anders ist und sich das Blickfeld von so auf so geweitet hat und ich viel mehr merke, mir viel mehr bewusst wird und dadurch auch dann das Bewusstsein ja erweitert worden ist. Und wenn ich mir dann noch weiter den Satz heranziehe, Geist beherrscht Materie. Ja. Dann, Mind over Matter, absolut, ja. Genau, alles war ja mal eine Idee und ist durch die Idee und durchs Handeln dann in die Materie gekommen. Und je nachdem eben auch, wie Krankheit entsteht, haben Sie auch so wunderschön gesagt, wie spreche ich mit mir selbst, welches Selbstbild habe ich von mir, was schlummert noch in mir, wovon ich gar nichts weiß, was mir, in den ersten 6 Jahren einprogrammiert worden ist, ohne dass ich meine Zustimmung aktiv dazu gegeben habe, aber durch die Hirnfunktionen es einfach so ist. Und was man da dann alles auf einmal finden kann, ist faszinierend. Und weil Sie auch Hypnose angesprochen haben, habe ich auch gemacht eine Hypnosesitzung, weil mir einfach mal, mich hat es interessiert, was ist in mir drinnen, unterbewusst, sehr schön. Ja. Was mich jetzt noch immer begleitet und bei gewissen Dingen hemmt oder mir ja, ein Beinchen stellt. Und allein, was da passiert ist, ist auch, ja, man muss es erlebt haben, man muss es gemacht haben, dass man dann selbst wirklich davon aktiv, richtig darüber reden kann und man merkt, okay, so funktioniert das Ganze und es ist faszinierend. Ja. Dieser geistige Weg ist deshalb so unglaublich wichtig, weil ein reiner Materialist, der daran glaubt, dass er sein Körper ist und dass mit dem Zerfall seines Körpers alles aus ist. Ein solcher Mensch, der jetzt ein Symptom an sich wahrnimmt, der gerät sofort in Panik und in Angst. Ja? Der läuft jetzt zu einem Gott in Weiß, also zu jemandem, von dem er hofft, dass er die entsprechende fachliche Kompetenz hat, um sich einen Rat und gegebenenfalls Medikamente oder eine Behandlung zu holen. Und er nimmt jetzt dieses Symptom und diese körperliche Veränderung an sich als eine Bedrohung wahr und als etwas, das sich komplett seiner eigenen Kompetenz entzieht.
Wenn man allerdings die absolute innere Überzeugung lebt, dass man eben nicht sein Körper ist, dass man zwar in dieser Inkarnation gewissermaßen eine Datenbank füllt, mit Erinnerungen, mit Beziehungen, mit Ereignissen, die dann wahrscheinlich auch ewig abrufbar sein wird, dass man aber auch außerhalb des Körpers existieren kann, beziehungsweise wenn man den Begriff existieren richtig definiert, sogar immer nur außerhalb des Körpers existiert, dass der Körper also nur eine Art Schutzanzug ist, ja, so wie ein Taucheranzug, ja, also eine Ausrüstung, mit der ich diesen drei-, vierdimensionalen Raum erkunden kann, ja, und mit anderen denkenden, fühlenden Wesen kommunizieren über diese eingeschränkten 5, 6 elektromagnetischen Sinneswahrnehmungen. Wenn man also erkannt hat, dass man unabhängig von diesem materialistischen Körper existiert, dann weiß man auch, dass Symptome genauso wie sie gekommen sind, auch wieder gehen können. Und dass ein solches Symptom, das irgendwo entsteht, immer eine Signalfunktion hat. Und dann wird es eben Zeit, sich auf der seelisch-geistigen Ebene mit sich selbst zu beschäftigen. Das heißt, mit seinem Wertesystem, ja, mit seiner frühen Kindheit kann das sein. Mit Beziehungen, die schon lange hinter einem liegen, die einen aber immer noch belasten oder das Leben bestimmen. Nicht? Also dieser große Bereich des Unterbewussten und Unbewussten, ja, zu dem wir normalerweise keinen inneren Zugang haben, weil wir eben so stark auf den Verstand konditioniert worden sind und weil wir unsere Gefühle nicht wahrzunehmen und zu respektieren gelernt haben. Die Gefühlswelt, dass wir im Bereich der Emotion hier keine Schulung und kein Training erhalten, und zwar von klein auf nicht. Das beginnt beim Kindergarten, die Volksschule, höhere Bildungsanstalten. Der emotionale Bereich liegt komplett im Argen. Mhm. Und wenn wir irgendwo auf der Straße einem beliebigen Menschen begegnen, ja, dann ist es mehr oder weniger Glückssache, ob wir da jetzt einem empathischen Mitmenschen begegnen, mit dem wir gemeinsam gerne etwas erleben würden, oder ob das ein krimineller Psychopath oder Soziopath ist, der uns bis aufs Blut ausnützen und vielleicht sogar umbringen möchte. Ja. Und das ist vielleicht eines der Hauptprobleme in unserer heutigen Zeit, dass der emotionale Bereich nicht gebildet wird, dass wir hier keine Übung haben, ja, kein Trainingsfeld, auf dem wir mal unsere Gefühle kennenlernen können, ja, um dann sozusagen auch die wahren Signale einmal auszutesten. Mal zu sehen, was halte ich an Emotionen in verschiedenen Bereichen überhaupt aus? Was möchte ich fühlen und erleben? Und was möchte ich lieber nicht, vielleicht auch nicht in diesem Lebensabschnitt, ja, erleben an Gefühl, an Emotion? Mit unseren Gefühlen wird gespielt. Wir kennen das in den Filmen. Ja. Ja? Wir kennen das auch in der Romanliteratur. Ja? Wir kennen das, und das ist vielleicht überhaupt die hinterhältigste Form, in der Musik. Ja. Ich habe in meiner Jugend ein Faible entwickelt für Militärmärsche. Mhm. Okay. Ich habe mir damals ein paar Langspielplatten mit schönen preußischen Militärmärschen angehört, hin und wieder natürlich auch Radetzky-Marsch, nicht? Also auch österreichische Märsche dürften auch nicht fehlen. Und das war zu einer Zeit, als wir im Unterricht gerade diesen Roman Die Standarte gelesen haben. Das war auch etwas, was sehr emotional war, wo also sozusagen das Weltbild und die Lebensvorstellungen eines Offiziers sich sehr schmerzhaft im Rahmen des Ersten Weltkriegs aufgelöst haben. Und da wurde mir dann plötzlich klar, wie einfach und leicht das menschliche Gemüt durch Musik manipuliert werden kann. Wenn wir an die Wirkung der schmucken Uniform und der Militärmärsche denken, wie also hier ganze Generationen junger Männer in den Tod geschickt werden, unter jubelnden Applaus, ja, zu schön klingender Musik, einfach weil es alle tun, weil es die Freunde tun, ja, die Bekannten, weil die Familie das erwartet.
weil die Eltern auf einen stolz sein wollen, ja, weil man genauso mutig sein möchte wie der Großvater. Ja. Also alles in Wirklichkeit null Gründe, ja, keine Gründe, sondern Konditionierungen. Ja. Gesellschaftliche Konditionierungen, die uns dazu gebracht haben, zu funktionieren und uns dabei wohlzufühlen. Ganz genau, und die Nötigung wieder von außen auf jemanden, ohne dass man... Wie dann im Dritten Reich Wagner oder auch Liszt, ja, wunderschöne Musikstücke, ja, missbraucht wurden, um auch wieder bestimmte Gefühle hochkochen zu lassen. Ja. Das war dann eigentlich nur die Fortsetzung von dem, was mit dem Radetzky-Marsch und mit anderen Militärmärschen schon früher begonnen wurde. Ja, und was man Musik, wir wissen das, wissen. Es wird uns ja erzählt, aber schon Schlachtgesänge, nicht? Oder die Dudelsackklänge, ja, der Hochlandtruppen, der Hochländer, ja, wie sie gegen Napoleon gezogen sind. Ja, also dieses schöne, zackige und ja, diese Harmonien, das weckt in einem Menschen schon den Mut, ja, und die Begeisterung, sich für eine höhere Sache jetzt, ja, zur Not auch zu opfern. Und das darf nicht sein. Ja. Ja, da ein gesunder Mensch, der emotional gesund ist, der erkennt diese Form der Manipulation und der lässt das nicht zu. Der lässt so etwas mit sich einfach nicht machen. Ja. Wo ich dann vielleicht auch ab und zu so einen Stolperstein sehe, ist, dass viele Menschen sich mit den Emotionen selbst identifizieren und meinen, sie sind dann diese Emotion und nicht den Zugang haben, dass sie sagen, ich habe diese Emotion, ich habe diesen Gedanken, aber ich bin es nicht. Ich bin eben das darüber liegende Bewusstsein, ganz genau. Denn der Computer kann noch so gut sein, ohne der passenden Software funktioniert das ganze Ding nicht. So ist es auch. Und deshalb wäre es eben wichtig, sich ganz bewusst und gezielt bestimmten Emotionen auszusetzen, schon in jungen Jahren, und dann in der Entscheidungssituation aus diesem Emotionsspektakel einfach herauszutreten, ja, um auf die Metaebene zu kommen und sich diese Situation, ohne von der Emotion beeinflusst zu sein, von oben analytisch noch einmal anzusehen. Ja. Und das ist eine Fähigkeit, die sehr wichtig ist. Das gilt zum Beispiel auch bei der Gefahr von Abhängigkeit, also von bestimmten Substanzmissbrauch, ja, Drogen und Ähnliches. Aber es kann auch den Alkohol betreffen oder bei anderen sind es vielleicht die Zigaretten, ja, der Nikotin. Es können aber auch gefährliche Verhaltensweisen sein, dass man immer wieder in Mustern zurückfällt, zum Beispiel sich von anderen Menschen ausnützen zu lassen. Ja. Oder zwangshaft Erwartungshaltungen zu erfüllen. Nicht? Oder dieses schreckliche Helfersyndrom, ja, wenn man also versucht, alle Menschen zu retten, die einem irgendwo begegnen, damit zerstört man sich dann teilweise auch nur seine Existenz. Das ist korrekt, und dann bleibt man selbst auf der Strecke. Absolut. Das habe ich in jüngeren Jahren auch erfahren dürfen, eben dieses Helfersyndrom. Und bis ich gemerkt habe, du kannst das nicht an jeden recht machen. Du willst es auch gar nicht an jeden recht machen. Und wenn es mir dadurch nicht gut geht, kann ich sowieso niemandem anderen helfen. Und dass das, diese Achtsamkeit und die Bewusstwerdung allein dessen, dass gewisse Vorgänge in dir herrschen und wie es funktioniert, das ist schon mal ein richtig guter Schritt nach vorne, dass man sich dann nur mal eben achtsam und bewusst mit dem Ganzen befasst und es merkt. Ja, und die Vorläufer der Wissenschaft, die Alchemisten, die hatten ja noch diese Vorstellung, dass man nicht nur äußerliches Wissen sich aneignet, sondern dass man sich auch innerlich in der Seele, im Geist entwickeln muss. Das heißt, bestimmtes äußerliches Wissen war überhaupt erst zugänglich, sinnvollerweise und unschädlicherweise, Menschen, die sich bereits innerlich auf eine bestimmte Stufe entwickelt haben, weil die eben bestimmten Versuchungen und Vorstellungsbildern und einer bestimmten Begierde nicht mehr unterliegen. Ja. Deshalb ist es ja auch so wichtig, diese emotionale Entwicklung bewusst zu durchschreiten,
Und das heißt jetzt nicht, wie ein Mönch, sich einfach allem zu enthalten oder wie ein Eremit nur in einer Höhle zu leben. Ja? Nein, auf diese Gefahren und diese Verlockungen bewusst zu gehen, durchaus das eine oder andere Mal sich auch darauf einzulassen, im Bewusstsein der Gefahr, die daraus erwachsen kann, und dann zum gegebenen Zeitpunkt dennoch Nein zu sagen, ja, und sich dann wieder davon zu entfernen. Ja. Und diese Erfahrung, wenn man das in verschiedenen Bereichen einmal durchlebt hat, das stärkt einen auf eine gewisse Art und Weise, sodass der Geist unabhängig wird von Erpressung, von Bestechung, ja, von Ruhm, ja, von anderen Ideen, denen junge Menschen oder manchmal auch leider Gottes reifere Menschen dann immer noch verfallen sind, wenn sie ihre Entscheidungen treffen. Ja. Sie treffen sie dann unter der Steuerung dieser Emotion und nicht aus höheren Gründen, die sie sich bewusst als Ziel gesetzt haben. Ja, da sich auch gewiss, auch einmal, so wie Sie gesagt haben, Emotionen bewusst sich stellen und Ängsten sich bewusst bestellen. Da kann ich nur jedem empfehlen, Fallschirmspringen gehen und dann merkt man das sofort. Also da hat man dann sofort eine Rückkoppelung und merkt eigentlich, okay, was passiert ja alles. Und ich glaube auch, dass es an der Zeit ist, eine geistige Hygiene zu betreiben und eine seelische Hygiene, denn wir sind so stark nach außen getrimmt. Ja, was nehme ich zu mir? Was konsumiere ich an Essen, an Trinken? Mache ich Sport, dass mein Körper so und so ausschaut? Aber wirklich diese geistige Hygiene bleibt da echt auf der Strecke. Und da stelle ich mir das nur so vor, ein Freund kommt mit seinem Mistsack zu mir nach Hause, leert den aus am Boden und sagt, da hast du. Also wie reagierst du dann darauf? Und so passiert das eigentlich tagtäglich viele, viele Stunden, viele, viele Jahre lang im Geiste, dass jemand den Mist ausleert und das nimmst du dann auf. Absolut, absolut. Ich kann mich gut erinnern, in meiner Studienzeit habe ich jede Menge an Literatur gelesen, vor allem auch über die Börsenspekulation, über die Wertpapierspekulation. Ich habe längere Zeit auch die Idee gehabt oder die Vorstellung, dass ich vielleicht selbst einmal eine Software entwickeln könnte zur Kursprognose, habe mich mit verschiedenen Algorithmen ein bisschen auseinandergesetzt. Habe es dann aber letztlich nicht als sehr zielführend erachtet, weil ich da dann schon erkannt habe, wie die Insider-Geschäfte laufen, ja, und dass es die Insider-Informationen sind und an die kommt man auch mit Algorithmen nicht dran. Aber in diesen Büchern wurde dann immer wieder darauf hingewiesen, dass die erfolgreichsten Börsenspekulanten angeblich Menschen waren, die eine Vorgeschichte im Militär hatten, also ehemalige Soldaten. Weil, so wurde erklärt, weil die ihrem Plan treu bleiben. Das heißt, wenn sich die ein Kurslimit gesetzt haben, ja, dann verkaufen sie zum gegebenen Zeitpunkt und lassen sich nicht vom Markt und von der Euphorie mitreißen und dann wieder umstimmen. Mhm. Und das ist eben absolut notwendig, dass man also einen Plan entwickelt und den dann auch durchzieht, unabhängig von der Stimmung im Umfeld. Das kann man auf diese Art und Weise, wenn es ein strategischer Plan ist, sehen und kann man so umsetzen. Im privaten Leben, muss ich sagen, sehe ich es eigentlich nicht so. Ja, also dafür bin ich, und das gebe ich auch gerne und ehrlich zu, viel zu sehr ein Genussmensch. Ja. Also ich bin niemand, der sich jetzt einer bestimmten körperlichen Tortur unterwirft, nur um seinen Körper zu stehlen. Ja, also um athletischer auszuschauen oder um stärker zu sein von der Kraft etc. Ich vertraue darauf, dass die Fähigkeiten, die ich benötige, sowohl geistig als auch körperlich, mir in dem Moment zur Verfügung stehen, wo ich sie wirklich benötige. Und das Vertrauen darin, das habe ich deshalb, weil ich das in ein, zwei Momenten meines Lebens auch tatsächlich so erlebt habe. Ja, es ist ja bekannt, zum Beispiel, wenn bei einem Autounfall, wo eine alleinstehende Mutter mit ihrem Kind verunglückt ist und die sieht, dass ihr Kind unter dem Auto eingeklemmt ist, diese Frauen dann sogar die Kraft hatten, den Wagen hochzuheben, ja, um ihr Kind zu befreien.
Und das sind eben bestimmte Dinge, die man jetzt medizinisch, naturwissenschaftlich nicht so ohne weiteres erklären kann, wie das plötzlich geht. Aber es funktioniert. Und ich hatte eben die besondere Gnade, kann ich sagen, in diesen auf diese außergewöhnlichen Arten einiges in meinem Leben in jungen Jahren selbst erlebt zu haben. Sodass ich dann begonnen habe, das war schon zu Beginn meines Studiums, völlig umzudenken. Ich habe mich also dann schon sehr bewusst von der naturwissenschaftlich-materialistischen Sichtweise zurückgezogen und habe begonnen, für mich selbst alternative Weltmodelle zu entwickeln. Und zwar nicht eines, an das ich jetzt wieder quasi wie eine Religion mich geklammert habe, sondern ich habe immer mehrere verschiedene Möglichkeiten zugelassen und dann Indizien für das eine oder für das andere gesammelt. Und deswegen war dann eine Zeit lang die eine Sichtweise mein Favorit und dann wieder eine andere. Und auf die Art und Weise habe ich es dann eben gelernt, von jung auf mit unsicherem Wissen umzugehen. Ja, und immer von einem Modell kontextbezogen zu einem anderen, zu einer anderen Perspektive zu wechseln. Und das ist etwas, von dem ich glaube, dass wir das in der Zukunft, in der nahen Zukunft jetzt in unserer Gesellschaft dringend brauchen werden. Ja, dass wir aus diesen starren Sichtweisen und diesen Dogmen ausbrechen und mehrere, auch im Konflikt zueinander stehende Theorien oder Modelle gleichzeitig zulassen, unter der Bedingung, dass sie in einem bestimmten Kontext ihre Brauchbarkeit bewiesen haben. Denn wenn zwei verschiedene Theorien, die logisch nicht zusammenpassen, sich in unterschiedlichen Kontext dennoch empirisch bewähren, ja, dass sie sinnvoll verwendet werden können, dann haben wir auf der theoretischen Ebene unsere Hausaufgabe nicht gemacht. Ja, dann heißt das, dass dieser theoretische Kontext, nämlich die Wahrnehmung, die schließen einander logisch aus, nicht stimmen kann. Dann passen sie ja doch zusammen und dann müssen wir dort noch ein bisschen Arbeit hineinstecken und nicht nur, weil das eine brauchbar ist, das andere verwerfen, das in einem anderen Kontext vielleicht auch brauchbar wäre. Aber das Ganze geht natürlich dann oder ist dann einfacher, wenn es nicht mit Geld belohnt wird. Ja, solange also nicht ein großer Konzern oder eine Regierung mit einem Auftrag dahinter steht und mit Geld ein bestimmtes Ergebnis belohnt, ja, solange kann frei geforscht werden und solange kann auch ergebnisoffen geforscht werden. Das ist ja der ganz entscheidende Punkt. Ergebnisoffene Forschung ist die einzige Forschung, die sich inhaltlich lohnt. Nicht, aber das ist genau die, die sich finanziell gar nicht lohnt. Das ist richtig. Das heißt ja auch nicht umsonst, na, traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Also. Meine Güte, ja, das sagt sich so salopp. Ja. Ja, also. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag diesen Spruch nicht. Ja. Ich sage es Ihnen auch ganz ehrlich, warum? Denn wenn man jetzt als unbedarfter wissenschaftlicher Laie das hört, dann denkt man sich, naja, wer fälscht schon eine Statistik? Aber es geht gar nicht ums Fälschen. In Wirklichkeit ist es viel schlimmer, denn die meisten Menschen, die statistische Methoden durchaus von der Methode her exakt, ja, und kompetent anwenden, die interpretieren dann die Ergebnisse falsch. Und die Interpretation eines statistischen Ergebnisses hat nämlich genau gar nichts mit Statistik zu tun, sondern in der Biologie mit Biologie, in der Meteorologie mit Meteorologie, in der Medizin mit Medizin. Ja. Und das ist die wirkliche Gefahr. Ich gebe Ihnen jetzt einmal ein ganz, ganz kleines Beispiel, wie man sich das in etwa vorstellen kann. Bei Durchschnittswerten ist es uns ja bekannt, dass sie rein rechnerisch gebildet werden und dass es sein kann, dass wir genau diesen durchschnittlichen Wert in der Population, also in der Wirklichkeit, gar nicht finden können. Und es hat Ökonomen gegeben, die das auch genauso formuliert haben. Es gibt zum Beispiel in Deutschland, das ist bekannt, ich weiß jetzt nicht genau, welches es ist, ein Bundesland, ein deutsches Bundesland, mit dem mit Abstand höchsten Einkommen im Vergleich zu allen anderen deutschen Bundesländern. Und da müsste man jetzt eigentlich sagen, Wahnsinn, da geht es den Leuten besser in diesem Bundesland. Stimmt aber nicht, denn dort sind einfach signifikant mehr Milliardäre, ja, und Multimillionäre gemeldet als Wohnsitz und versteuern dort ihr Einkommen. Ja? Und weil dort einfach mehr Reiche
wohnen, ist Okay, der Durchschnitt das. viel höher. Ja. Ja, Und der restlichen ja. Bevölkerung geht es genauso schlecht wie den anderen in den Bundesländern oder vielleicht sogar noch schlechter. Ja. Ja, und wenn ich auch vor allem in die Schweiz schaue, dort verdienst du automatisch ja mehr und dadurch ist auch das Leben teurer. Das heißt, das sagt dir dann eigentlich auch nichts aus. Oder ein anderes Beispiel, das auch ein Klassiker ist, das ist die sogenannte Scheinkorrelation. Also eine Variable A, wenn ich sie mir im zeitlichen Verlauf anschaue, und eine Variable B entwickeln sich parallel zueinander. Das nennt man dann Scheinkorrelation. Wenn in Wirklichkeit kein inhaltlicher Zusammenhang, also keine Kausalität zwischen den Variablen existiert. Und das beste, schönste Beispiel dafür haben zwei deutsche Zoologen einmal geliefert, die vor vielen Jahren in der Zeitschrift Nature einen Artikel eingereicht haben. Der war natürlich humoristisch, aber sie wollten auf dieses statistische Problem hinweisen. Und zwar haben sie in einer bestimmten Region Europas eine Korrelation hergestellt zwischen den brütenden Storchenpärchen und den neugeborenen Menschenkindern. Ja. Und diese Kurven waren verblüffend eng parallel. Ja? Und zwar sind sie am Anfang abgefallen und gegen Ende sind sie dann wieder ganz leicht angestiegen. Ja? Hatten beide so einen kleinen Zacken wieder nach oben. Und das Ganze auch noch zeitverschoben, zeitversetzt. Und diese Wissenschaftler haben dann bei ihrer Einreichung des Artikels Folgendes geschrieben, dem gesagt, nicht nur haben wir jetzt mit dieser eindeutigen Korrelation bewiesen, dass die Störche die Babys bringen, sondern anhand des zeitlichen Versatzes dieser Kurven können wir auch das Alter bestimmen, ja, in dem die Störche für die Babyzustellung eingesetzt werden. Okay, das ist wirklich gut, ja. Okay, soweit Ja, alles ja, klar. ja, ja. So, jetzt kommt aber noch etwas. Jetzt kommt aber noch etwas dazu. Dieses Phänomen ist in der Statistik bekannt und trägt den Namen Scheinkorrelation. Schon diese Bezeichnung ist falsch, meiner Meinung nach. Grundfalsch, weil die Korrelation als Rechenergebnis ist ja korrekt. Das heißt, diese enge Parallelität der Kurven, die existiert ja real. Was hingegen nicht existiert zwischen diesen beiden Kurven, ist eine Kausalität. Kausalität ist nicht vorhanden, Korrelation sehr wohl. Die wurde ja sogar berechnet. Der richtige Name dafür müsste daher lauten Scheinkausalität. Jetzt Ja. stellen Sie sich aber die Wirkung dieser Korrelationsberechnungsmethode vor. Wenn Statistiker, denen so etwas passiert, das dann Scheinkausalität nennen müssten, die würden sofort verstehen, dass sie mit der Korrelation als Rechenmethode Kausalität sowieso nie nachweisen können, was tatsächlich auch der Fall ist. Ja. Ja, also mit diesem Beispiel mit Storch und Babys, also das Es gibt zeigt noch ein das. anderes nettes Beispiel. Wahnsinn. Zwei deutsche Mediziner eigentlich, Onkologen, haben an der Universität Bremen jahrelang eine Vorlesung gehalten über falsch verstandene Statistik in der Medizin. Und da sie aus dem Bereich Onkologie kommen, ist das dann teilweise gar nicht lustig, ja, sondern eher traurig. Aber die haben ein paar sehr amüsante kleine Büchlein, Taschenbücher, ich glaube sogar vier Stück, geschrieben, die ich alle auf meiner Lehrveranstaltungsseite verlinkt habe, weil man die wirklich lesen sollte, damit man ein bisschen was von Statistik versteht. Und eines dieser Bücher trägt den Titel Der Hund, der Eier legt. Und dazu gibt es die folgende Geschichte. Ein Gedankenexperiment, so wie das also Einstein ja auch gemacht hat, ja, mit seinen lichtschnellen oder fast lichtschnellen Raumschiffen, die er dann von außen beobachten und vermessen hat. Hat aber nicht erklärt, wie man diese Messung dann durchführen sollte. Nicht? Das waren eben nur Gedankenexperimente. Man stelle sich vor, auf einer Tischplatte in der Küche liegen vier Würstchen und vier Eier.
Und dann kommt ein Hund in die Küche. Und der Hund isst 3 Würstchen und dann geht er wieder hinaus. Dann müsste man aus statistischer Sicht sagen, da sich jetzt der prozentuale Anteil der Eier auf dem Tisch erhöht hat, hat der Hund offenbar Eier gelegt. Okay. Also Statistik kann auch wirklich zum Kabarett werden, so wie ich das so gerade... Und sie erklären dann auch sofort und sagen, also wir kommen auf diese Interpretation nur deshalb nicht, weil wir aus dem Erfahrungswissen schon im Vorhinein wissen, also a priori, dass Hunde eher Würstchen fressen als Eier legen. Und dann kommen sie aber sofort mit einem Fall in der Molekularbiologie, wo es um den zellulären Stoffwechsel ging und wo man aus den Rückständen eines Stoffwechselprozesses genau diesen Schluss gezogen hat, aber diesen Ablauf eben nicht kannte und so einen falschen Schluss zog. Ich könnte es natürlich auch so formulieren. Ich kann Statistik grundsätzlich nicht, nie nämlich, streng genommen, in einem Bereich einsetzen, in dem mir die Kausalität nicht bekannt ist. Also Statistik anzuwenden irgendwo, wo ich mich inhaltlich nicht auskenne, wie zum Beispiel die Wetterphänomene in der Atmosphäre oder die tatsächlichen Vorgänge bei Erkrankungen. Ja. Hier aus statistischen Schlüssen zu sehen, verbietet sich von vornherein. Es geht gar nicht. Es sei denn, man macht daraus ein Geschäft. Und da haben wir ja auch wieder einen schönen Fall und so bin ich ja auf diese Zusammenhänge eigentlich in meinem Kernbereich Rechnungswesen gestoßen. Momentan ist ja in aller Munde der Fall Wirecard in Deutschland. Ja, ja. Wo Ernst & Young, EY, 10 Jahre lang eine Bilanz testiert hat, wo sich am Ende des Tages herausgestellt hat, dass 2,5 Milliarden Vermögen fehlen. Es gibt jetzt Stimmen, die sagen, schauen wir mal, ob Ernst & Young, zumindest mal Deutschland, das überstehen wird. Denn die Milliardenklagen der Aktionäre sind schon eingebracht und man kann hier aufgrund auch der Stellungnahmen bestimmter Gutachter und öffentlicher Stellen, einer Aufsichtsbehörde in Deutschland insbesondere, davon ausgehen, dass hier tatsächlich ein grobes Versagen vorlag, sodass diese Haftungsbegrenzung auf 1 Million Euro, die dann sonst immer für den Wirtschaftsprüfer gilt, eben nicht gelten würde. Außerdem auch Verstöße gegen Strafgesetze. Wenn das der Fall ist und Ernst & Young dann in diesem Ausmaß wirklich zur Kasse gebeten wird, wird es spannend. Wir erinnern uns, 2002 ist Arthur Anderson im Enron-Fall in den Vereinigten Staaten zusammengebrochen. Ja. Aber was war die Arbeitsmethode? Also 1,9 Milliarden Euro, spannenderweise, fanden sich nicht auf den Philippinen, auf einem Bankkonto, wo sie eigentlich hätten sein sollen. Interessanterweise, diese 1,9 Milliarden Euro, obwohl dort eigentlich eher Dollar üblich sind, die hätten, wenn sie wirklich vorhanden gewesen wären, 5% des gesamten Euro-Devisenbestandes der Philippinen entsprochen, sodass das sogar einer Nationalbank hätte auffallen müssen auf den Philippinen. Nicht? Also da dann zu sagen, die Prüfer haben das alles nicht wissen können, ist schon auch interessant unter dieser Betrachtung. Mhm. Aber die anerkannte Prüfungsmethode von Ernst & Young, so wie bei allen diesen Abschlussprüfungen, ist die Stichprobenmethode. Das heißt, die sehen sich natürlich nicht alle Geschäftsfälle an. Die sehen sich die größten an, einige der größten, und beim Rest ziehen sie die berühmt-berüchtigte Stichprobe. Und ich habe schon vor vielen Jahren ein Lehrbuch geschrieben, Quantitative Methoden in der Wirtschaftsprüfung, wo ich mich auch mit diesen statistischen Modellen ein wenig beschäftigt habe. Und ich habe damals noch auf einer Begleitdiskette einige dieser Formeln für Excel, für die Tabellenkalkulation, abgespeichert und dem Buch beigelegt. Und damit ich das auch richtig tue und auf die originalen Quellen, das war mir als Wissenschaftler nämlich immer wichtig, zurückgreife,
Habe ich mir damals auch vom American Institute of Certified Public Accountants, also der amerikanischen Wirtschaftsprüferkammer, die historischen Unterlagen der risikoorientierten Prüfungsmethode für die Abschlussprüfer schicken lassen. Und man sehe und staune, was mir die dann geschickt haben. Die haben wir nämlich die Qualitätskontrolltabellen geschickt, die in den Vereinigten Staaten und auch in praktisch allen anderen Industrieländern seit der frühen Phase der Industrialisierung für die industrielle Fertigung verwendet werden. Das bedeutet, wenn ich eine Stanzmaschine habe, die pro Minute 10 Teile in ein Blech stanzt, ja, und ich betreibe die eine Zeit lang, immer mit dem gleichen Blech, der gleichen Stärke, mit dem gleichen gut ausgebildeten Arbeiter an der Maschine, ja, mit der gleichen Geschwindigkeit und einer funktionierenden Stromversorgung, dann kann ich nach einer Stunde die Ausschussteile untersuchen, sagen, das sind so und so viele. Und solange ich diese Rahmenbedingungen konstant lasse, kann ich eine Hochrechnung anstellen und kann sagen, ja, dann wird er in einer Woche, in einem Monat der Ausschuss wahrscheinlich ein ähnlicher Prozentsatz sein. Das kann ich nur dann machen, wenn es sich um eine bekannte Verteilung handelt und wenn diese Verteilung konstant bleibt. Mhm. Und jetzt kommen Wirtschaftsprüfer in ein Unternehmen und schauen sich dort die Geschäftsfälle und die Belege an. In einem Unternehmen, wo laufend Mitarbeiter wechseln, wo die Geschäftsfälle sich ändern, wo sich die Gesetzeslage ändert, wo die Buchhaltungssoftware geändert wird, ja, wo sich die Rahmenbedingungen ändern, der Vorstand wird ausgetauscht, ja, die Geschäftsfelder werden plötzlich anders priorisiert, ja, wo in Wirklichkeit nichts konstant bleibt. Und wo eine sogenannte Verteilung nicht nur nicht bekannt ist, sondern natürlich auch nicht als konstant vorausgesetzt werden kann. Und das bedeutet aber, dass man diese statistische Methode im Rahmen der Abschlussprüfung, nämlich aus statistischer Sicht, ja, nicht anwenden kann. Es geht nicht. Dass man es dennoch tut, ist somit ein grober fachlicher Fehler. Und ich habe das auch bei einem Vortrag in einem Schlosshotel in Deutschland, lustigerweise bei einer Tagung der Vertriebsmannschaft einer Softwarefirma, die nämlich diese Software vertrieben haben, mit denen die Wirtschaftsprüfer dann diese Überprüfungen und diese Berechnungen tatsächlich ausführen, da habe ich diese Meinung auch wirklich so vertreten. Gesagt, mangels bekannter und konstanter Verteilung sind eure Methoden, die ihr mit der Software anwendet, gar nicht anwendbar. Und der zweite Redner nach mir war dann ein Statistikprofessor, ein Kollege aus Deutschland, und der hat als erstes gesagt, dass er sich voll inhaltlich meiner Aussage anschließt. Anschließend haben wir dann sehr genüsslich zusammen Mittag gegessen. Wir haben unser Honorar empfangen. Und beim Mittagessen haben uns die Vertriebsleute auch noch erzählt, dass noch zusätzlich die Wirtschaftsprüfer oft bei den Parametern tricksen, ja, damit sie mit der Prüfung früher fertig sind. Was natürlich auch nicht geht. Alle wissen es, alle tun es, alle freuen sich über den Umsatz. Und wenn sie besonders gut aufgelegt sind, lassen sie ein paar Wissenschaftler kommen, die ihnen erklären, dass sie eigentlich Murks machen. Applaudieren, lächeln dazu und sagen, ja, aber wir verdienen gut weiter. Ja, okay. Da fällt mir eigentlich gleich ein Zitat ein von Karl Kraus. Das geht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen selbst Zwerge lange Schatten. Also wenn ich das jetzt hier alles so höre, dann ja, haben wir da noch einiges zu tun. Und dann dürfte die Sonne unserer derzeitigen Kultur derzeit noch etwas niedrig stehen. Ja, also ich wage die Behauptung, dass wir eine Kultur, wie man sie sich vielleicht vorstellt, eigentlich noch gar nicht entwickelt haben in dieser Zivilisation und dass es auch keine Zivilisation ist. Es ist ein weiterentwickeltes Sklavensystem, das mit psychologischen Tricks arbeitet, anstatt mit brutaler Gewalt, die schon auch zum Einsatz kommt, aber verdeckt, ja, eher im Hintergrund und nicht flächendeckend. Und das ist der Vorteil, nicht? Also dieses Sklavensystem, das wir seit dem alten Griechenland und dem alten Rom übernommen haben, dürfen wir nicht vergessen. Im römischen Recht, und ich verstehe das bis heute nicht, dass viele Juristen
so stolz darauf sind, dass sie römisches Recht gelernt haben. Das römische Recht besteht aus zwei Teilen. Das eine ist das Sachenrecht. Da geht es eigentlich immer nur um die Eigentums- und um die Haftungsfrage. Und da wird dann alles, was im Eigentum des Eigentümers steht, als Sache betrachtet und kann vom Eigentümer, wenn er das möchte, auch zerstört werden. Und natürlich kann er jeden anderen vom Gebrauch dieser Sache ausschließen. Und zu dieser Sache zählen natürlich insbesondere auch die Sklaven. Also kann er diese Sklaven natürlich auch töten, weil sie sind ja nicht lebendig, sie sind ja nur eine Sache. Und der zweite Teil des römischen Rechts ist das Schuldrecht. Das heißt, dort, wo zwischen Menschen Beziehungen existieren, darf das immer nur ein Schuldvertrag sein. Also entweder eigne ich mir etwas an oder ich verhandle über Schulden. Das sind die einzigen zwei Beziehungsarten, die es historisch gibt im römischen Recht. Also das römische Recht, muss ich ehrlich sagen, unter der Perspektive einer Gerechtigkeit, kann ja in Wirklichkeit nie ernst gemeint gewesen sein. Das bezweifle ich. Entstanden und wirklich groß geworden ist es in der Zeit der Pax Romana, als das Imperium nämlich kriegsmüde war und dann mit den Nachbarvölkern ausverhandelt hat, dass sie bewaffnete Konflikte ruhen lassen unter Voraussetzung, dass sie sich dem römischen Recht unterwerfen. Und dieses römische Recht war daher eine geistige Kriegslist, eine Waffe, um die anderen Völker weiter auszubeuten, aber nicht mehr mit Waffengewalt. Nicht mehr und nicht weniger war immer römisches Recht. Eine Kriegswaffe, ja? Eine List. Und das hat man dann als Ausgangspunkt für unser Rechtssystem erkoren. Das ist also so paradox und abartig, dass man nur sagen kann, warum haben sich die Menschen, die das jetzt studiert haben, nur an der Oberfläche, ja, die Inhalte wiederzugeben, im Bulimie-Lernen damit beschäftigt und sind nie wirklich zu den Wurzeln vorgedrungen. Ja. Schön, dass Sie das jetzt gerade mit den Wurzeln sagen, weil ich bin auch der Auffassung, dass ein radikaler Bewusstseinswandel hergehört und wir wirklich mal zu der Wurzel, zur Radix hingelangen, ja, und nicht nur oberflächlich die Systeme behandeln, sondern uns wirklich die Wurzel des Ganzen anschauen und dann ehrlich zu uns selber sind, ja, und dann da wirklich vorangehen und wenn wir etwas ändern wollen. Und weil Sie das Rechtssystem auch angesprochen haben, da fällt mir dann gleich, da habe ich gleich wieder das juristische Wörterbuch von Gerhard Köbler im Kopf. Und ja, ja. Da schwirrt mir sofort der Begriff Rechtsbankrott, ja, ein. Ja. Also auch sehr spannend, kann ich auch jedem empfehlen, sich da mal gewisse Dinge durchzulesen und auch mit der Sache, mit wie wird der Mensch und die Person betrachtet. Und weil Sie die Sklaverei angesprochen haben, der beste Sklave ist der Sklave, der gar nicht weiß, dass er in einem diktatorischen System lebt, als Sklave, ja, herrscht und lebt, genau, und mittels Konsum und Unterhaltung abgelenkt wird. Ja, ja, absolut. Und wenn wir dann in dieses System auch noch ein Konkurrenzverhalten einführen, dann freut sich natürlich im Prinzip jeder Mensch darüber, dass es seinem Mitmenschen schlechter geht. Nicht besser. Ja? Also ich normalerweise jetzt als denkendes und fühlendes Wesen, ich würde mich immer darüber freuen, wenn es einem anderen Menschen gut geht. Und ich würde auch nicht mich mit diesem Menschen vergleichen, im Sinne von, wem geht es jetzt besser. Das übrigens können wir nur deshalb und besonders gut, wenn wir das Ganze im Sinne von geldbewerteten Vermögen oder laufenden Einkommen veranstalten. Ja, weil nur da haben wir dann eine einfache Zahl auf einer Skala, ja, und können sagen, das ist mehr und das ist weniger. Und wir erachten also diese Art von primitivem Vergleich dann als Vorteil und als Errungenschaft der Kultur. Also wie oft habe ich von Kollegen, von Ökonomen hören müssen, ja, dass es genau eben die Ökonomie und das Geldsystem ist, die den Menschen vom Tier unterscheiden. Das ist unerträglich. Ja. Etwas ist unerträglich. Das ist unerträgliche Borniertheit, ja, und eigentlich Ahnungslosigkeit. Ja. Ja, diese Menschen sind extrem ungebildet. Ja, also die Emotion,
Und dieses Fühlen, das von Tieren, eigentlich von allen Lebewesen ausgehen kann, wenn man ihnen empathisch begegnet, das kann man nicht in Geld beschreiben. Warum nicht? Weil es multidimensional ist. Und Geld ist eine eindimensionale Größe. Und noch etwas passiert in diesem Zusammenhang. Nur in einem eindimensionalen Maßsystem kann ich überhaupt mathematisch optimieren. Wenn ich ein mehrdimensionales Maßsystem verwenden würde, dann müsste ich die unterschiedlichen Achsen in diesem Raum auch unterschiedlich zueinander gewichten. Und diese Gewichtungen wären dann immer subjektiv und nicht objektiv. Und dann wäre ein objektiver Vergleich, ein Optimum, ein Maximum, ein Minimum, was auch immer, nicht mehr möglich. Also der Großteil unseres aufgeblähten, unsinnigen Methodenapparats aus der Mathematik lebt eigentlich davon, dass wir so ein primitives Maßsystem verwenden. Das aber dazu führt, dass wir uns laufend in Konflikte verstricken müssen. In einem mehrdimensionalen Maßsystem, das subjektiv gewichtet ist, würde das entstehen, was wir in der Natur, in der Ökologie als Nischensystem bezeichnen. Da leben nämlich Organismen, ja, die das verwerten, was für die anderen Abfall ist. Und die können wunderbar in Symbiose mit anderen Lebewesen treten, weil sie sofort in eine Win-Win-Situation hineinkommen. Ja. Solche Win-Win-Situationen erfordern daher mehrdimensionale Maßeinheiten und nicht ein eindimensionales Maß, wo es immer nur größer oder kleiner gibt. Ja, der Vergleich ist auch in vielen Lebenslagen ja hindernd an dem Ganzen und bringt das Ganze dann auch wieder in den Wettbewerb. Und ja. Wenn wir uns selber ständig vergleichen und im Wettbewerb stehen, entweder mit jemand anderen oder sogar mit uns selbst. Oder mit einem Durchschnitt. Oder mit einem Durchschnitt, ja, das ist auch gut. Ja. Mit dem gesellschaftlichen Durchschnitt oder generell mit der Gesellschaft. Was sagt die Gesellschaft? Aber da frage ich mich dann wieder, was ist die Gesellschaft? Kann ich die Gesellschaft umarmen? Kann ich mit ihr essen gehen? Und ich habe jetzt unlängst etwas Interessantes gelesen. Ist es eigentlich Zufall, dass in dem Wort Gesellschaft sowohl Esel als auch Schaf vorkommen? Ja, stimmt. Das ist mir so auch noch nicht aufgefallen. Obwohl ich oft in Wörtern glaube, was da alles drinsteht. Aber das, ja. Und noch dazu, wenn ich mir das dann so anschaue, das Wort Gesellschaft. Wenn ich jetzt im Beruflichen sehe, ich mache eine Lehre, komme von der Lehre, werde zum Geselle. Und danach komme ich zum Meister. Müsste es eine Meisterschaft sein, ja. So ist es. Da wäre es wichtig, dass wir endlich zur Meisterschaft gelangen und die Gesellschaft hinter uns lassen und wir uns dementsprechend in die Richtung entwickeln und jeder mal bei sich selbst beginnt. Ja, richtig, richtig. Ja, ja, und dass wir einfach jetzt andere Menschen nicht unter Druck setzen, ja, auch nicht mit Erwartungshaltungen, sondern ihnen den Freiraum geben, wirklich eine Wahl zu treffen. Am Ende des Tages, und das gilt auch für die Naturwissenschaften und große Teile der Philosophie, gibt es einen inhärenten Widerspruch zwischen dem Materialismus und seinen sogenannten Naturgesetzen und dem freien Willen. Und das erleben wir auch in der wissenschaftlichen Forschung, denn sehr viele Neurophysiologen haben ja vor einigen Jahrzehnten schon behauptet, der Mensch hat gar keinen freien Willen, es kommt ihm nur so vor. Das waren die Vertreter des reinen Determinismus. Und da haben sich dann sogar die Forderungen abgeleitet, dass man bestimmte Verbrechen, vielleicht sogar alle Verbrechen, komplett straffrei stellen sollte. Jetzt bin ich kein Anhänger eines Strafsystems, genauso wenig wie eines finanziellen Anreizsystems. Aber diese Argumentation ist auch nicht ganz astrein. Wenn wir uns jetzt einmal vorstellen, wir wissen ja, Ökonomie und Recht, einige andere auch noch, sind normative Wissenschaften und daher nicht wirkliche Wissenschaften, sondern Instrumente des Machterhalts, der Machtsteuerung. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie sollen wir dann in der Naturwissenschaft mit diesem Begriff Naturgesetz umgehen? Ein Physiker hat einmal gesagt, wenn wir Elementarteilchen den Naturgesetzen unterwerfen, dann machen wir sie nicht nur
zu Menschen, sondern auch zu gehorsamen Staatsbürgern. Ja. Ja, so das Interessante ist, wer beschließt denn diese Naturgesetze? Ja? Wo entsteht da eine Mehrheit? Ja? Historisch kann man sich das nur so erklären, wenn man sagt, okay, das kommt noch aus der Zeit, als sie alles einem despotischen, allmächtigen Gott unterworfen haben. Und Gott als oberster Herrscher, der erlässt natürlich einfach Gesetze, die einzuhalten sind. Mhm. Und die werden dann auch gar nicht hinterfragt. Ja, die können gar nicht hinterfragt werden, weil er ist ein absolutistischer Herrscher. Ja, das sind also quasi dann nur die Anordnungen. Aber das ist ja wieder ein Machtmodell, eine anthropomorphische Zuschreibung. Solange wir also an diese Art von Naturgesetzen glauben, wie können wir da je erwarten, in den Naturwissenschaften ernsthafte Fortschritte zu machen? Ja. Stimmt, so Gesetze sind ja menschengemacht, wenn ich mir das so vorstelle. Und absolut. Ein Gesetz ist, da habe ich jetzt ein bisschen was draufgeschrieben, aber es ist einfach nur ein Blatt Papier, wo Buchstaben in einer gewissen Reihenfolge drauf geschrieben werden und dann sagt man, das gilt. Und genau so läuft es ab. Aber wenn etwas gilt, heißt das ja nicht gleich so, dass es auch wirklich so ist. Rupert Sheldrake hat in dem wirklich sehr empfehlenswerten Buch Der Wissenschaftswahn die 10 tragenden Dogmen der heutigen Naturwissenschaft demaskiert, nämlich als Dogmen, die teilweise sogar widerlegbar sind und schon widerlegt wurden. Und er kommt zu einer anderen Vorstellung von Naturzusammenhängen, indem er sagt, für ihn ergibt sich das eher wie eine sich im Zeitablauf formende Gewohnheit. Also wenn ich bestimmte Dinge tue und ich tue sie öfter und immer wieder, dann wird das für mich eine starre Wirklichkeit. Ja, aus Gewohnheit entsteht Wirklichkeit, sagen auch die Buddhisten. Ja. Und das scheint mir jetzt auch aus der evolutionären Sicht durchaus zielführender als ein starres Naturgesetz, das also vom Anfang bis zum Ende der Zeit gelten muss, weil irgendein Gott oder ein anderes höchstes Wesen sich das jetzt einfach so ausgedacht hat. Das zählt auch, oder es benötigt ja auch Stärke, wenn man eine gewisse Ansicht hat oder eine Meinung hat und man trotzdem offen bleibt für andere Meinungen, andere Ansichten, andere Expertisen, dass man sich dann auch selbst eingesteht und sagt, gut, da war ich wirklich am Holzweg und man dafür dann auch wieder dankbar ist und dass jemand den Horizont geöffnet hat. Ja. Man muss sich von bestimmten Ideen, Modellen und Konzepten, vor allem die, die man eben selber mitentwickelt und geprägt hat, auch jederzeit wieder distanzieren können. Mhm. Man muss also verstehen, dass das alles nur bestimmte Prozesse mit einem Ablaufdatum sind und eben nicht für die Ewigkeit. Also diese Vorstellung eines Materialisten, der sagt, ich lebe nun einmal nur einmal. Ja, und mein Ziel ist es, dass man mir einmal ein Denkmal setzt und dass ich später mal in den Büchern stehe, als der Erfinder, der Entdecker von ich weiß nicht was, das ist natürlich eine völlig absurde Vorstellung, weil Menschen, die so ticken, die distanzieren sich nicht von dieser einen Idee, mit der sie gehofft haben, ins Lexikon Eingang zu finden. Das ist ganz klar. Wenn dem ein junger Wissenschaftler in einem Experiment nachweist, dass das so nicht stimmen kann, dann wird er versuchen, den zum Schweigen zu bringen. Dann wird er ihm seine Karriere zerstören und wir den rausschmeißen und dafür sorgen, dass er auch sonst nicht mehr ernst genommen wird. Und solche Reaktionen hatten wir zuhauf in der Vergangenheit, in der Wissenschaftsgeschichte. Ja, also dass eben bestimmte Forscher, Entdecker und Erfinder dann einfach selbstverliebt geworden sind und unbedingt ihren Erfolg, auf den sie aufgrund ihres langen, mühevollen Lebens Anspruch zu haben glaubten, auch wirklich feiern wollten. Das kann sich dann eben als Krux erweisen. Ja, vor allem, wenn man dann merkt, dass das eigene Weltbild auf einmal zusammenfällt, an dem man vielleicht schon mal jahrzehntelang gebastelt hat, und man sich selbst und alles, woran man meint zu wissen oder zu glauben, dann beginnt zu hinterfragen. Und das ist dann oft ein sehr schmerzhafter Prozess. Deshalb schätze ich jetzt immer mehr mit zunehmender Erfahrung und zunehmendem Alter unseren seinerzeitigen Bundeskanzler Bruno Kreisky, weil der nämlich immer gesagt hat, ich bin der Meinung. Und eine Meinung kann man ja täglich ändern. Nicht? Die Meinung bezieht sich ja immer nur auf den relativ letztmöglichen Wissensstand.
Ja, und da ich ja ein lernendes Lebewesen bin, kann mir auch niemand verbieten, morgen schlauer zu sein als heute und meine Meinung auch wieder zu ändern. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir das richtig verstehen, das Konzept von Wissenschaft, von Modellen, Theorien und Hypothesen, dass die Wissenschaft eben auch im Großen und Ganzen nichts Besseres hat. Auch die Wissenschaft hat nur Meinungen, ja, Modelle, Vorschläge, die einmal funktionieren können und vielleicht ein anderes Mal nicht. Und wenn sie sehr oft unter stabilen Bedingungen in der Reihe immer wieder funktioniert haben, dann hat man sich darauf einfach verlassen. Dann wurde ein Preis überreicht, dann wurde ein Name irgendwo hingeschrieben und gesagt, das ist jetzt ein Teil unseres Fortschritts. Aber das heißt nicht, dass auch diese epochalen Fortschritte irgendwann wieder zusammenbrechen können. Wenn eine andere Theorie entsteht oder wenn man vielleicht diese Methode auch gar nicht mehr benötigt, wenn man erkannt hat, dass sie vielleicht schädlich ist, etc. Und diese Ideen darf man sich nie verschließen. Das muss man immer als Möglichkeit auch für die eigenen Beiträge mit inkludieren. Und dann wird man nicht zu sehr an diesen vermeintlichen Fortschrittsschritten festhaften. Ja. Und das kann man dann auch sehr schön ins eigene Leben implementieren, allein wenn man sich dann Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, wenn ich mir diese drei Absolut. Felder jetzt betrachte, dass das einzige Reale die Gegenwart, der jetzige Moment ist und die Vergangenheit und die Zukunft ja auch wieder nur gedankliche Konstrukte, Ideen oder Erinnerungen sind, bei denen ich mich ja auch wieder täuschen kann. Weil wenn ich in der So ist Meinung es auch. bin, ja, zu meinem 7. Geburtstag habe ich eine rote Hose angehabt und jetzt sehe ich ein Bild und sehe auf einmal, öh, die war blau. Also wie wirklich ist die Ist die Vergangenheit Wirklichkeit? oder die Wirklichkeit? Genau, Hat schon Watzlawick ganz gefragt, genau. ja. Ein sehr gutes Buch. Das kann ich auch nur jedem Ja. empfehlen, das zu lesen. Dann gehen auch viele Lampen an. Ja, sehr schön. Ja, Herr Hörmann, dann Jetzt haben bedanke wir ich uns über einiges schon unterhalten, aber mich noch auf am jeden wenigsten Fall. über das Geld, oder? Ja, weil das Geld, das war am Anfang da, aber so wie wir auch gesagt haben, also wir starten einfach einmal hinein und dann sehen wir sowieso, wo uns das Ganze hinführt. Und was man merkt, ist, dass überall ein monetärer Gedanke oder dahinter ist, dass es vor allem, egal in welche Richtung man Richtig. schaut, dass das Geld der Hebel ist, der unser Leben lenkt, nicht nur unser Leben, auch unser Denken und unser Handeln dann weiter und dass man hier gefangen ist. Es ist für viele Menschen, insbesondere auch die jungen Menschen, also die Absolventen von Studien, ja, die jetzt gerade eben in den Beruf und in ihr Leben starten nach der Ausbildung. Da ist es leider Gottes, muss ich sagen, würde ich meinen, noch der primäre Motivationsfaktor. Und das ist vielleicht deshalb das Traurige, weil sie dann auch irgendwann erkennen werden, dass sie dann eben Fehlentscheidungen treffen, ja, wenn sie sich nur auf die Geldbeträge beziehen als Entscheidungsgrundlage oder wenn sie sich wesentlich darauf beziehen. Und deshalb ich glaube, dass wir, wie gesagt, in vielleicht schon wenigen Jahren in einer Gesellschaft leben werden, wo es Geld in der heutigen Form gar nicht mehr geben wird. Ja, also Geld, das nur noch elektronisch existiert, das werden wir wahrscheinlich schnell bekommen. Ich glaube, es wird vielleicht 2, 3 Jahre dauern und dann haben wir auch kein Bargeld mehr. Ja, da schreien dann viele im Hintergrund und sagen, ah, das ist das Ende der Demokratie. Das muss nicht unbedingt sein. Nicht? Denn die elektronische Welt besteht dann auch wieder nur aus Regeln. Und je nachdem, wie libertär oder demokratisch oder auch undemokratisch diese Regeln dann gehandhabt werden, ist das dann eben ein eher freieres oder ein eher strenges, vielleicht auch diktatorisches Regime, das wir dann erleben müssen. Aber das technische Medium alleine entscheidet das nicht. Das Ja. ist richtig. Genauso wie auch viele in meinem Freundes- und Anhängerkreis eben davon überzeugt sind, es muss unbedingt die Blockchain sein, es müssen unbedingt verteilte Systeme sein, weil ein zentrales System automatisch auch ein diktatorisches System wäre. Und das sehe ich natürlich nicht so, wenn man muss hier trennen den technischen Aspekt und den organisatorischen Aspekt. Aus organisatorischer Sicht selbstverständlich. Ja. Eine zentralistische Organisation lässt sich eher missbrauchen
als ein verteiltes System, wo viele einzelne kleine Knoten und Bereiche für sich selbst bestimmen können. Jetzt muss ich aber sagen, nur weil die Blockchain, und nehmen wir zum Beispiel der Bitcoin, verteilt über den ganzen Erdball gemeint wird, ja, und dort auch ausgegeben und getauscht werden kann. Deswegen kann ich als Verwender dieser Kryptowährung keinen Einfluss darauf ausüben, als Einzelner, wie viel da gemeint wird, nach welchen Regeln gemeint wird, wie da gerade der Wechselkurs oder der Preis ist, wenn ich ihn kaufen oder verkaufen will. Das heißt, ich habe hier auch ein fremdgesteuertes System, obwohl hier eine verteilte Technologie zum Einsatz gelangt. Und dann muss man noch etwas sagen, auch die zentralistischen Datenbanken, wie wir sie seit den 70er Jahren kennen, ja, die sind heute nicht mehr zentral. Ja, das kann sich also ein Anwender oder auch ein Rechenzentrum, irgendein Konzern in einem Unternehmen gar nicht mehr erlauben, nur auf einem Server und nur in einem Rechenzentrum die Datenbestände zu halten. Die werden x-mal gespiegelt, die laufen selbst in vielen, vielen Knoten, die können sich teilweise auch selbst weiter verbreiten, ja, im Hintergrund, sodass auch dieser technische Unterschied zwischen zentralistischem System und verteiltem System immer mehr zusammenwächst. Ja, das verwäscht sich immer mehr. Diese Vernetzung ist sowieso mittlerweile der Standard, auch in den sogenannten zentralistischen Datensystemen. Mhm. Ja, und wenn wir ohne dies schon dabei sind, den Menschen einen vernünftigen, also einen ihnen zustehenden Wohlstand zu vermitteln, und ich glaube, langfristig werden wir dorthin gehen, ist nur die Frage, auf welchen Wegen wir zu diesem Punkt dann kommen, dann können wir auch ehrlich mit den Menschen umgehen, indem wir ihnen Gutscheine geben für ihren Wohnraum, für ihre Lebensmittelversorgung, ja, für ihre Energie etc. Mhm. Und der beste Gutschein ist dann immer der, der sie unabhängig macht. Ja. Ich glaube wirklich daran, dass viele kleine dorfähnliche Gemeinschaften, die autark sind und damit auch autonom, die alles, was sie brauchen, selbst herstellen können, und aus diesem Grund dann auch gar keinen Handel mehr treiben müssen. Ja? Am Anfang wird man sich noch gegenseitig unterstützen, weil manche Leute haben mehr Erfahrung und mehr Fähigkeiten als andere. Und es wächst halt in einem Bereich, in einem Gebiet etwas anderes als in einem anderen. Ja? Also da wird man schon noch in einer Form kooperieren, aber nicht mehr so streng wie in den Handelsbeziehungen und nicht so sanktioniert. Ja? Und damit auch nicht so ja, latent gewalttätig. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt werden wir dann in der Lage sein, uns mit allem, was wir haben wollen, selbst zu versorgen. Und das ist dann der Punkt, an dem die Ökonomie als Idee verschwinden wird. Also ein Kollege an der Wirtschaftsuniversität Wien hat mir vor vielen, vielen Jahren einmal seine Sichtweise erklärt der Ökonomie. Denn der war aus der Abteilung für Organisation. Mhm. Und der hat gesagt, für ihn ist die gesamte Ökonomie immer Logistik. Weil ich muss am Anfang Rohstoffe in eine Fabrik bringen, dann entstehen daraus Halbfabrikate, Fertigfabrikate, die kommen zum Großhändler, vom Großhändler zum Einzelhandel, von dort zum Kunden. Und wenn der Kunde dann bezahlt, dann habe ich auch für das Geld, für die Bezahlung eine bestimmte Logistik einzuhalten. Also definiert er Ökonomie immer als eine Zusammenfassung bestimmter logistischer Prozesse. Und das erschien mir sehr plausibel. Ja, da habe ich gesagt, okay, ja, das Anerkennung, das ist ein schönes Modell. Damit kann man wirklich umfassend Ökonomie erklären. Aber mein Fernziel für die Menschheit wäre es eigentlich, dass ich für alle wichtigen Dinge den Ort der Produktion und den Ort des Konsums zur Deckung bringe. Mhm. Dass ich also alles, was ich haben will, genau dort erzeuge, wo ich es benötige. Und wenn wir das einmal schaffen, dann ist es das Ende der Logistik und damit auch das Ende der Ökonomie. Mhm. Und das Ende des Geldes. Ja, als Erscheinungsform, gar ja. Keine Frage. Ja, ja. Ja. Also es ist viel mehr als nur das Ende des Geldes im Sinne eines ungedeckten Schuldscheins einer Bank, die im Kredit ihr Geld schöpft, ja, der Buchungssatz, sondern es ist auch das Ende der logistischen Abhängigkeiten. Und wir sehen ja gerade jetzt, wenn diese Logistikketten dann zusammenbrechen, wie ganze Gesellschaften, Völker und Nationen, wie leicht die dann auch erpressbar sind. Ja. Also es sind immer nur diese Bestechungs- und Erpressungsspielchen,
die gelten eben, wie wir sehen, nicht nur auf der monetären, sondern leider auch auf der realwirtschaftlichen Ebene über diese logistischen Ketten. Autonome kleine Gemeinschaften sind damit für mich das lohnendste Ziel der menschlichen Entwicklung in der nächsten Zeit. Und ich glaube, dass es auch kaum irgendeine politische Richtung geben kann, die dem widersprechen würde. Denn die wollen nichts anderes als unabhängig für sich selbst leben, so wie sie wollen. Die zwingen den Lebensstil auch keinem anderen auf. Die nehmen auch niemandem etwas weg, weil sie das, was sie ja haben wollen, für sich selber auch herstellen. Also wenn ich lauter autonome Gemeinschaften habe, die alles, was sie brauchen, selbst herstellen können und sich auch technologisch und wissensmäßig weiterentwickeln können, unabhängig von anderen, die sie dann nicht mehr ausbeuten oder versklaven müssen. Ja? Solche Gemeinschaften können nach meinem Verständnis eigentlich gar nicht mehr zueinander in einen Konflikt geraten. Ich sehe da überhaupt kein Konfliktpotenzial mehr. Ja, da steht dann das Miteinander mehr im Vordergrund. Und wenn absolut, absolut. Ein Dorf oder ein Ort ein bisschen weiter ist, dann und auch kein monetärer Interesse da ist oder dieser Wettbewerbsgedanke da ist, dann gibt man ja auch wieder Technologien weiter. Wenn wir absolut können es, wir geben es also euch weiter, ihr könnt es machen und es geht allen dann geht wieder viel, viel besser. So ist es. Also die Geschwindigkeit des Fortschritts, die würde sich exponentiell steigern lassen. Ja. Absolut. Ja. Also davon bin ich auch überzeugt, wenn wir jetzt schon alle, sagen wir mal, Technologien hätten, offiziell hätten, wären wir wahrscheinlich schon 200, 300, 400 Jahre in der Zukunft und würden uns über sowas gar nicht unterhalten, würden uns auf den Kopf greifen und denken, hä, worüber reden die hier jetzt eigentlich gerade? Das wird schon längst nur in Geschichtsbüchern drinnen stehen, das Ganze. Ja. Ne? Ein Herr mit dem Namen Ben Rich. Ja. Hat am 23. März 1993, das kann man googeln, das wird man finden, eine spannende Aussage gemacht. Und zwar bei einem Alumni-Treffen, bei einem Treffen mit seinen Studienkollegen, das waren alles Ingenieure. Und dieser Ben Rich, der damals gerade erst kurz in Pension war, deswegen konnte er zu seinen Freunden auch so offen reden, der war davor der Leiter der sogenannten Skunk Works, der geheimen Laboratorien, der Labors von Lockheed Martin, einem Rüstungskonzern, der auch fürs Militär arbeitete, mit vielen, vielen schwarzen Projekten, wie man die genannt hat. Und der hat damals zu seinen Studienkollegen und Jahrgangsabsolventen Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wir haben die Technologie, um IT nach Hause zu bringen. Und ich spreche nicht von interstellarer Raumfahrt, ich spreche von intergalaktischer. Mhm. 1993. Also davon bin ich auch schwer überzeugt. Vor allem, wenn der militärische Komplex, wenn man sich den nimmt, ja, sagt man ja, 50 Jahre voraus ist, man mit Minimum, dann... Das war noch so Anfang des Zweiten Weltkriegs, da waren es 50, 60 Jahre. Und dann sind so, ich würde sagen, alle 10 Jahre sind noch 20 dazugekommen an Fortschritt. Zurück in die Zukunft, so gesehen. Ja, das hat ja durchaus seine Berechtigung. Mhm. Wir werden wahrscheinlich dann mit einer anderen Form von Physik und Wahrnehmung auch erkennen, dass auch das möglich ist, was wir so gemeinhin Zeitreisen nennen. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das glaube ich auch. Vor allem werden wir dann wahrscheinlich einen anderen Zugang zur Zeit selbst haben, was Zeit überhaupt ist. Also für mich persönlich stellt ja der sogenannte Mandela-Effekt, von dem Sie vielleicht auch schon gehört haben, ja, dass bestimmte Dinge in der Vergangenheit lange Zeit als real betrachtet wurden und an einem bestimmten Zeitpunkt haben sie sich aber dann rückblickend verändert. Und für mich stellt dieses Phänomen so ein bisschen ein Indiz für die reale Existenz von Zeitreisen dar. Mhm. Nehmen wir jetzt das klassische Beispiel mit der Frage, wie viele Personen saßen in dem offenen Wagen, in dem John F. Kennedy ermordet wurde. Wo sich viele Menschen an 4 erinnern und andere dann in 6. Und wo heute offiziell in den Abbildungen
sechs Personen wirklich gezeigt werden. Sogar in den Originalfilmaufnahmen von Zabruder, ja, sind es sechs. Ich selbst habe mich immer an vier erinnert. Ja. Nehmen wir einmal an, irgendjemand hätte tatsächlich eine Zeitreise unternommen, um vielleicht dieses Attentat sogar zu verhindern, also einen Doppelgänger in das Auto zu setzen. Dann könnte es gut möglich sein, dass im Zug dieser Änderungen auch der Wagen geändert wurde, ja, und die Personen, die dann mitfahren. Und der Umstand, dass aber viele Menschen sich immer noch an die alte Zeitlinie erinnern, bestärkt wieder die Grundaussage der systemischen Wissenschaft: Bewusstsein ist fundamental, denn unser Bewusstsein steht ja außerhalb von Raum und Zeit. Also diese Erinnerung, die wir gemacht haben in unserer Zeitlinie, die lassen wir uns nicht ausreden. Auch wenn die Materie, also die raumzeitlichen physikalischen Prozesse, rückwirkend geändert wurden. Faszinierend. Ja. Ja. Weil ich habe ganz am Anfang drei im Kopf gehabt, die im Auto gesessen sind. Ja. Aber danach ist mir der vierte dann auch eingefallen, weil zwei vorne, zwei hinten. Ja. Genau. Ja. Ja. Bitte, bitte, jetzt sich gleich nach diesem Interview, ja, auf Google, ja, die Fotos anschauen. Es sind sechs. Und die zweite Sitzreihe hat sogar noch eine extra Windschutzscheibe dabei. Also sehr eigenartiges. Okay. Mobil. Ich war sehr überrascht. Ja, ich bin jetzt aber auch sehr überrascht. Ja, einfach anschauen. Einfach anschauen und sich überraschen lassen. Ja, sehr gerne. Ja, wieder was dazugelernt war. Ja, wieder mal ein bisschen mehr in Richtung Kennedy schauen und dann dieses Attentat. Gibt es einiges zu erkunden. Ne? Ja, hör man. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie lange wir jetzt eigentlich schon reden. Ich glaub, es sind momentan Stunde und fast 50 Minuten. Ja, fleißig. Viel zu reden, schön im Gesprächsfluss drinnen. Aber ich möchte jetzt gar nicht mehr allzu viel von Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Und möchte Ihnen jetzt einfach einmal das letzte Wort, die letzten Worte, die letzten Minuten geben, was Ihnen noch so richtig am Herzen liegt und brennt. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Was liegt mir am Herzen? Wie Sie gesehen haben, begonnen haben wir mit Geld und diesen Dingen. Da komme ich auch, naja, stimmt eigentlich nicht. Also in meiner Schulzeit war ich schon Naturwissenschaftler. Das hat mich immer mehr interessiert als Geldfragen. Nachdem ich aber gesehen habe, dass mit naturwissenschaftlichen Entdeckungen hauptsächlich Waffen hergestellt wurden, habe ich dann die Finger davon gelassen und habe meine Freunde gefragt und die wollten an die Wirtschaftsuni gehen und da mir die PCs damals schon sehr ans Herz gewachsen sind, ja, die Welt der EDV, hat man damals noch ehrlicherweise gesagt im deutschen Sprachraum elektronische Datenverarbeitung, nicht Informationstechnik, Informationen entstehen immer beim Betrachter, beim Leser, ja, der da etwas verknüpft mit seinen Vorstellungen, der interpretiert das und das ist die Information. Also Informationen kann man nicht übertragen. Man kann nur Daten übertragen, Signale, technisch gesprochen. Ja, ja, und das hat mich dann fasziniert und gedacht, okay, da wird man auch eigentlich ganz gut liegen, wenn man mit der IT und der EDV in der Wirtschaft gut umgehen kann. Und ich war dann eben entsetzt darüber, wie die Ökonomen, was für eine Vorstellung von Wissenschaft die haben. Nicht? Also wie die Dogmen übernehmen, wie er nicht überprüft wird bei den einzelnen Methoden, wie Dinge, von denen man eigentlich bei näherem Hinsehen schon sieht, dass sie nicht funktionieren können, als Geschäftsmodell trotzdem angewandt werden, ja, um damit Geld zu verdienen. Und dass also sehr mächtige Berufsgruppen und Stände, die dann auch Einfluss auf die Gesetzgebung haben, das dann weiter praktizieren. Ne? Und ab dem Moment konnte ich dann nicht mehr. Das war dann der Punkt, als ich die Website antibilanz.info geschrieben habe, wo ich mit mathematischen Argumenten den Informationsgehalt der Bilanz widerlegt habe. Das ist ein Argument, das jetzt übrigens den Wirecard-Prüfern und den Aufsichtsorganen sehr zurecht käme. Ne? Also ich biete mich gerne als Gutachter an, wenn Sie jetzt Milliardenklagen vermeiden wollen, kommen Sie zu mir. Ich kann es nämlich wissenschaftlich wirklich belegen, ja, dass Sie nur mit falschen Methoden gearbeitet haben. Da können Sie nichts dafür.
Da wird das Telefon mal heiß laufen. wenn ich noch ein bisschen, wenn noch ein bisschen Eigenwerbung unterbringen darf. Sehr gerne, sehr gerne. Aber es ist vollkommen klar, dass man mit diesen Erkenntnissen solche Berufsstände als Beruf auch nicht länger aufrechterhalten kann. Wir brauchen dann ein anderes, und das war damals schon meine Idee, ein anderes Kommunikationsmodell. Ich hatte damals noch die Vorstellung einer kontraktbasierten Kapitalmarktkommunikation. Das klingt sehr hochgestochen, aber es heißt im Prinzip nur, dass Aktionäre, die sich jetzt Anteile an einem Unternehmen kaufen, je nach Prozentsatz, ja, wie hoch sie beteiligt sind, eine bessere Qualität und Aktualität an Daten erhalten können. Also ein 50 oder mehr, 51% Gesellschafter, der müsste zum Beispiel in diesem Modell jederzeit die Möglichkeit haben, in Echtzeit auf alle Rechnungswesendaten zuzugreifen. Und damit jede Frage, die er hat, auch sofort beantworten zu können, was eigentlich logisch ist, denn er ist ja der Mehrheitseigentümer. Ja? Und das kann man dann hinuntergeben bis zum Beispiel monatliche Berichte, ja, in ausgesuchten Bereichen, ja, dann vielleicht quartalsweise, ja, auf jährlich würde ich dann nicht hinuntergehen, also schon quartalsweise, ja, aber dann auch direkt in die grundlegenden Daten hinein und nicht in die Aggregate, die dann noch zusätzlich mit bestimmten Bewertungsregeln verwässert sind, ja, und dann gegenseitig auch zur Manipulation verwendet werden können. Und das wäre in einem Zeitalter der elektronischen Vernetzung, also ab der größeren Verbreitung des Internets, also Jahrtausendwende insbesondere, hatten wir die Dotcom-Blase. Da sind ja Programme aus dieser Software entwickelt und verkauft worden, die wirklich Schrott war. Aber die hat halt nur für die Börsengänge getaugt. Hat man einen IPO gemacht und dann hat man sich das Geld von den Kleinanlegern geholt und die haben dann also den Mist in Händen gehalten. Und wie wir bei Wirecard sehen, hat sich da nicht sehr viel inhaltlich geändert. Seit dem Jahr 2000, nicht? Das ist jetzt auch schon wieder 21 Jahre her, diese Erfahrung zwar gemacht, aber nicht darauf reagiert hat. Und diese Echtzeitinformationssysteme, die waren für mich die einzig sinnvollen überhaupt. Und da bin ich in guter Gesellschaft auch von amerikanischen Accounting-Professoren, die da schon diese Vorschläge schon Ende der 90er Jahre publiziert haben, teilweise. Und dass das dann nicht aufgegriffen wurde, weil man damit natürlich auch diese ganze Berufswelt der Abschlussprüfer, ja, und diese ganzen Branchen, die dann da noch dranhängen, dass man die alle schlagartig nicht mehr benötigt hätte. Ja, das ist ähnlich katastrophal, wie wenn man zum Beispiel heute sagen würde, wir brauchen die Erdölindustrie nicht mehr. Also wir sehen, es sind immer die finanziellen Abhängigkeiten, warum also bestimmte Bereiche, die vielleicht mehr schaden als nützen, ja, nicht aufgegeben werden. Wenn wir jetzt wissen, dass Geld aber sowieso nur eine Zahl auf einem Konto ist, dann könnten wir rein theoretisch alle die Eigentümer und auch die, die in diesen Jobs tätig sind und da viel verdienen, ja, zum gleichen Gehalt oder meineswegen sogar noch mit einem Golden Handshake versehen, ja, aus dem System herauskaufen, ja, um ihnen zunächst einmal einfach nur die ökonomische Angst zu nehmen, was passiert, wenn meine Branche nicht mehr existiert. Ja, dass sie dann über diese Branche und die wichtige Rolle, die sie in dieser Branche gespielt haben, auch keine Macht mehr haben werden in Zukunft. Damit müssen sie aus psychologischer Sicht dann allerdings selbst umgehen können. Da kann man ihnen Schulungen anbieten, ja, eine Form von Therapie, Bewusstsein, nicht Meditation, solche Dinge, einfach auch Hobbys ausleben, ja, also dem Leben wirklich einen schönen Inhalt zu geben. Ein Inhalt, der nicht nur von Macht und Befehlen und dem Umgang mit Untergebenen bestimmt wird. Das ist für Sie sicher auch langfristig viel gesünder und viel angenehmer, als an Ihren autoritären Positionen festzukleben. Und das ist meine schöne Vision jetzt für die Zukunft, dass wir diesen Menschen, die im alten System sich so einmauern ließen, ja, von ihren Einkommen und von ihren mächtigen Positionen, dass wir denen eine Tür öffnen und sie da herausholen, ja, in Güte und in Freundschaft, ohne dass wir sie anklagen und ohne dass wir Rache oder ähnliches im Sinn haben. Wunderschön gesagt, unterschreibe ich sofort. Sehr schön. Ja, das ist dann eh schon das perfekte Schlusswort.
Und Ja, oder wenn wir es so sehen wollen, vielleicht der Auftakt. Ja. ja, Vielleicht machen wir ja noch einmal etwas, wo wir auch auf liebend die gerne. Fragen des Geldsystems und auf die Details ein bisschen eingehen können. Lieber Liebend unter gerne. dem Aspekt, dass das nur eine vorübergehende Betrachtung ist, weil wir ja langfristig sehr gut ohne das auskommen. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Da könnte ich ja gleich wieder weiterreden. Da fällt mir sofort das Venus Project vom Jacques Fresco ein, das ja auch schon in Jacques diese Fresco, Richtung ja, der leider schon diskutiert. verstorben ist, Ja, das ist und Schluss das passiert, ja. natürlich ein bisschen ausschaut wie die Thünenschen Kreise, nicht? Also da haben wir dann auch wieder so ein zentralistisches System, muss uns überlegen, braucht es das dann unbedingt, nicht? Aber er war auf jeden Fall einer der ersten, der diese konsequente Idee mit technologischem Fortschritt, die man aber richtig verwendet, ja, die man also in Harmonie mit der Natur einsetzt und auch mit den menschlichen Bedürfnissen, dass man sich da weiterentwickeln kann. Ich bin also da von der Einstellung her auch eher auf diesem Weg unterwegs, wenngleich ich jetzt nicht diese konzentrischen Kreise wie seine Stadtarchitektur empfehlen würde, sondern doch eher ein gestreutes, kleinräumiges Siedlungsbild. Aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass es eine positiv eingesetzte Technologie, wie zum Beispiel Professor Braungart, nicht mit Cradle to Cradle, dass wir also technologischen Fortschritt auf keinen Fall abstellen sollten. Ja, also jetzt nicht unbedingt alle auf die Bauernhöfe zurückziehen, ja, und dann dort selber Obst und Gemüse anbauen, was wunderschön ist. Nichts gegen Hochbeete und auch nicht gegen Permakultur und Humusaufbau und ähnliches. Das ist ein wunderschönes Ziel. Das soll jeder tun und das kann auch eine Herzensarbeit sein. Aber für die Masse, also um sozusagen jetzt die industrielle Landwirtschaft zu substituieren, ja, da werden wir dann doch auf Technologie setzen, meiner Meinung nach, also auf Aquaponik beispielsweise. Und natürlich auch, also es gibt ein wunderbares Video auf YouTube, wo ich glaube, es sind schottische Klosterschwestern in den Räumen des Klosters Gerstengras anbauen. Und zwar in mehreren Regalen übereinander. Und das wächst dort, weil es dort klimatisiert ist in diesem Raum, rund ums Jahr, also auch im Winter. Wenn das also reif ist, wird das wie eine Matte mit einem Handgriff komplett herausgezogen und in den Futtertrog für die Schafe geworfen. Und die Tiere haben jetzt rund ums Jahr, ja, immer frisches, nahrhaftes Futter, frisches Gras. Und da muss keiner mehr Gras ernten und Heu trocknen und das irgendwo in eine Scheune bringen. Ja, das benötigen wir nicht mehr. Ja, wir können alles zu jeder Jahreszeit immer an jedem Ort wirklich frisch haben. Aber ohne Logistik und Spedition, ja, und Tiefkühlen und Einschweißen und solchen Dingen, so indem wir es einfach vor Ort produzieren. Ja. Und 15 Minuten, bevor wir es essen, wird es geerntet. Technologie richtig angewendet ist ein Segen. So ist es. Ganz genau. Das sollte das Ziel sein. Das stimmt. Wunderschön. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die weiteren Gespräche. Also Ich das mich ebenso. ja, wird noch sehr, sehr spannend werden. Und Absolut. ich freue mich schon und bin schon gespannt, was wir noch alles erkunden werden gemeinsam. Wunderschön. Ja, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank, Herr Professor Hörmann, dass Sie Gerne. mir, uns jetzt hier Ihre Zeit geschenkt haben und so wunderschön miteinander gesprochen haben und so viele Einblicke. Danke für die Einladung, ja, und Ihnen noch einen schönen Abend und Dankeschön. bis bald. Ebenfalls. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss.